So, herzlich willkommen hier aus Offenbach. Kurzer Soundcheck. Also für die, die schon da sind, könnt ihr gerne mal reinschreiben, kann man uns gut hören? Oder müssen wir noch irgendwas nachregeln? Schreibt das gerne mal in den Chat. So, hier in der Software sieht das eigentlich schon ganz gut aus, aber kann natürlich sein. Ja, das ist. Ja, mal gucken. Also, schreibt gerne mal in den Chat. Herzlich willkommen an alle. Willkommen, André. André schreibt: Jo, man kann uns hören. Das ist doch gut. Dann würde ich sagen. Können wir das erstmal so lassen und wir sind dann wieder da ab 10 vor ungefähr. Also bis gleich.
So, willkommen KSV-Fans zu Hause in Kassel, in Nordhessen, wo auch immer ihr hockt. Willkommen zu einem großen Sportdienstag in ganz Deutschland. Und wir sind richtig stolz auf euch, dass ihr euch natürlich für das richtige Mega-Event des Dienstagabends entschieden habt. Ja, was ist schon die Fußball-Bundesliga oder die zweite Liga oder was auch immer gegen so ein Hessen-Derby in der Fußball-Regionalliga Südwest. Der Klassiker ist zurück. Der KSV Hessen-Kassel am Biberer Berg in Offenbach. Mensch, was waren das für Spiele früher? Vor nicht selten 20.000 Zuschauern und mehr. Leider, Corona-bedingt natürlich heute wieder leeres Haus hier am Biberer Berg. Wir sind trotzdem heiß auf das Derby nach dem 3-0-Sieg zum Restart am Samstag zu Hause gegen Bayern Alzenau. Will der KSV nachlegen, wenn es denn irgendwie geht, beim Top-Aufstiegsfavoriten bei den Offenbacher Kickers, die allerdings dummerweise enorm heimstark sind. Die haben die noch überhaupt nicht hier zu Hause verloren. Aber der KSV kommt mit breiter Brust runter hier nach Offenbach. Und mit welchen Spielern genau, das verrät euch jetzt Leo. Ja genau, von mir auch ein herzliches Willkommen an alle KSV-Fans am Radio. Wir schauen gleich mal auf die Mannschaftsaufstellung und müssen auch erstmal festhalten, wir sind gut gestartet nach dem Restart, wollen den Schwung natürlich mitnehmen und diese Mannschaft soll es dann also richten. Also im Tor mit der Nummer 1 Maximilian Zunka, auf der linken Seite Tim Philipp Brandner, die Innenverteidigung Kevin Nenhuber und Ingmar Merle, auf der rechten Seite Nael Najjar wieder mit dabei. Also diesmal, ja, das ist die einzige Änderung. Alexander Miesbach also erstmal nicht in der Startelf. Im zentralen Mittelfeld unser Kapitän Frederik Brill. Links außen Lukas Iksal, im Zentrum mit der Nummer 6 Adrian Bravo Sanchez und daneben Alban Meer. Auf der rechten Seite Jon Mogge und im Sturm unsere 26 Mario Saglik, der im letzten Spiel ja auch getroffen hat. Und dann würde ich sagen, werfen wir mit Patrick einen Blick auf die Gastgeber. Auf die enorm heimstarken Offenbacher, die probieren es im Tor mit der 28 Stefan Flauder, der Kapitän, 34 Jahre, Neuzugang von Viktoria Berlin. Dann von rechts nach links, hinten in der Viererkette, vorgelagert sei gesagt, es ist ein 4-4-2 bei den Offenbachern, so vermuten wir es. Also rechts hinten Marco Fritscher, Neuzugang von Schweinfurt, neben ihm in der Innenverteidigung. So, und jetzt versuche ich zum ersten Mal den Namen fehlerfrei über die Lippen zu bekommen. Sebastian Szeljenetski. Ich glaube, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Ja, also Leo zeigt einen Daumen nach oben. Es ist ein Pole, Sebastian Szeljenetski, 25 Jahre, 1,93 groß. Er also seit Januar hier, kam aus der zweiten polnischen Liga. Der zweite Innenverteidiger Malte Karpstein. Neu von der zweiten Mannschaft des SV Werder Bremen. Und links hinten Ronny Marcos, ein Ex-Bundesliga-Profi, hat es ein paar Mal beim HSV probieren dürfen. Wie so viele es beim HSV probieren durften und oft dann kläglich gescheitert sind. Ich darf das sagen, darf ich mich an der Stelle mal outen? Ich bin so ein bisschen so ein latenter HSV-Sympathisant, von daher darf ich es, glaube ich, sagen. Also Ronny Marcos hinten links bei den Offenbachern. Jetzt hassen mich alle, Leo, weil ich das gesagt habe, dass ich ein HSV-Sympathisant bin. Naja, egal. Ich glaube, Eintracht-Fan wäre noch schlimmer. Ja? Also in der Mittelfeldkette der Offenbacher, wieder von rechts nach links, Marcel Sobotta, Neuzugang von den Sportfreunden Lotte. Immerhin schon 3 Tore gemacht in dieser Saison. Neben ihm dann kommt der nächste Ex-Bundesliga-Profi, hat mal bei Hannover 96 gespielt in der ersten Liga, Tim Diersen. Neben ihm auch kein unbekannter Dunay Deniz, Deutsch-Türke, in Berlin geboren, kommt aus der türkischen Super League, also aus der ersten türkischen Liga hier nach Offenbach. Und auf dem linken Flügel im Mittelfeld Serkan Firat, ebenfalls Deutsch-Türke, hat schon mal hier in Offenbach gespielt, zwischendurch mal kurz bei Bayern Alzenau gewesen, seit Januar 2020 jetzt wieder hier in Offenbach zurück. Und vorne im Sturm Elia Soriano, 31 Jahre alt, kommt aus der zweiten israelischen Liga, ist seit Anfang Oktober erst hier in Offenbach, hat 5 Spiele bislang gemacht. Und neben ihm im Sturm Flo Bojaj, albanisch-englischer Abstammung, auch interessant, dreifacher Torschütze bislang, Neuzugang aus der bulgarischen Liga. Also ihr merkt schon, viel Bestand, aus altem Offenbacher Bestand hat die Mannschaft hier nicht. Das sind fast alles Neuzugänge. Kein Wunder, wenn man unbedingt hoch muss aus dieser Regionalliga in die vierte Liga, in die dritte Liga aufsteigen muss. Die Offenbacher da ja stark unter Druck stehend und nach dem 0-0
zum Regionalliga-Restart am Freitag in Walldorf brennt der Baum hier bereits so ein bisschen, Leo, in Offenbach. Ja, absolut. Also die Offenbacher haben sich das ganz anders vorgestellt nach dem Restart. 0:0 wurde auch klar kommuniziert vor dem Spiel, dass es zu wenig ist. Müssen wir mal schauen. Also die beste Defensive empfängt uns quasi. Die Offenbacher nur 6 Gegentore. Das wird natürlich heute eine harte Kiste. Allerdings denke ich mal, dass wir nach dem Altenau-Spiel vielleicht den Schwung mitnehmen können. Ich würde mal sagen, wir werfen noch mal einen Blick auf die Bank. Die habe ich jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Also als Ersatzspieler für das Tor mit der 34 Jonas Labonte. Mit der 2 Alexander Miesbach, der jetzt wieder auf der Bank sitzt. Hat ja im letzten Spiel auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Sebastian Schmer wieder fit. Könnte heute ganz wichtig werden, denn gegen Offenbach, das weiß man ja, trifft er besonders gerne. Mit der 14 Brian Schwächel, mit der 18 Aram Karaman, mit der 23 Luis Almeroth und die 25 Marco Davids. So, 19 Uhr ist es. Die Mannschaften sind noch nicht auf dem Feld. Aber jetzt kommen sie, die Löwen in den schwarzen Auswärtstrikots. Maximilian Zunker in Gelb. Schiedsrichter kommen jetzt auch rein. So, fehlen eigentlich nur noch die Hausherren. Und dann kann es hier auch schon losgehen. Also ich bin mal sehr gespannt heute. Wir haben heute einen wirklich harten Brocken mit den Offenbachern. Und deswegen schauen wir mal, wie sich die Löwen schlagen. So, die Offenbacher jetzt auch auf dem Feld in, ja, klassisch Rot-Weiß. Und dann gibt es jetzt auch die Platzwahl mit Frederik Brill, dem Kapitän vom KSV Hessen-Kassel, der ja seine Verletzung überstanden hat. Und mit dem Kapitän bei den Offenbacher Kickers, das ist Stefan Flauder, der Torhüter. Also von uns aus gesehen spielt der KSV von links nach rechts. Und der OFC somit also von rechts nach links. Und Leo, wenn ich es richtig gesehen habe, ich glaube, der Freddy hat das gemacht, was wir auch alle hätten nochmal machen sollen heute, am letzten Tag vor dem Shutdown. Der ist zum Friseur gegangen. Guck dir den mal an, der hat quasi die Haare rechts und links am Kopf fast blank rasiert und hat oben, glaube ich, sogar eine Halbklatze obendrauf, ja, auf dem Kopf. Also der war nochmal beim Friseur heute. Aber ich glaube, die war schon vorher da. War schon vorher da? Ja. War am Samstag schon da? Ja, die, ja, auch schon davor. Ach so, okay. Also aber wie gesagt, ja, genau, war beim Friseur. Jetzt müssen wir aufpassen mit der Zeit, dass wir die natürlich auch mit drin haben. So, beide Mannschaften stehen bereit. Der KSV also hat Anstoß in Form von Mahir Saklik. Schiedsrichter schaut nochmal auf die Uhr, zählt nochmal durch. 11 Mann auf beiden Seiten. Jetzt geht's los. Also, das Derby rollt der KSV in Ballbesitz über Alban Meja. Rausgepasst auf Nahel Najjar, der auf der rechten Seite wieder spielt, nimmt Mogge mit. Der will den Najjar gleich schicken, gelingt ihm nicht. Ball geht ins Seitenhaus. Einwurf für die Offenbacher. Interessant zu Nahel Najjar, können wir an der Stelle mal erwähnen. Alle Mannschaften müssen ja 24 Stunden vor Spielbeginn einen Schnelltest, einen Corona-Schnelltest machen. Und weil der Nahel Najjar zurzeit beruflich in Wiesbaden aktiv ist, arbeitet ja für das Land Hessen und eben aktuell in Wiesbaden aktiv ist, konnte er nicht nach Kassel kommen, um den Schnelltest zu machen. Und da hat es tatsächlich die Solidarität aus Offenbach gegeben. Der Nahel Najjar hat seinen Schnelltest gestern Abend hier mit den Spielern der Offenbacher Kickers absolviert. Also bei aller Fanrivalität, die es gibt, da gibt es schon Solidarität, zumindest der Mannschaften untereinander. Ja, natürlich kurios, aber natürlich praktischer, ne? Dass Nahel Najjar nicht nochmal nach Kassel muss und dann wieder hier runter. Kommt ihm dann natürlich gelegen. So, der KSV Hessen-Kassel erkämpft sich hier einen Einwurf in der Hälfte der Offenbacher. Auf der linken Seite, schöner Doppelpass, Ball links rausgelegt. Schon fast im Strafraum Offenbach dazwischen. Sie spielen den Ball erstmal raus auf Sobotta. Foul abgepfiffen, Foul vom KSV Hessen-Kassel, dementsprechend Freistoß für die Offenbacher Kickers. Weit in der eigenen Hälfte auf der rechten Seite zurückgespielt in die Innenverteidigung auf die Nummer 15, Malte Karpstein, wieder nach vorne gelegt.
fast der Ballgewinn da am Mittelkreis durch den KSV Hessen-Kassel. Allerdings weiterhin Ballbesitz bei den Offenbacher Kickers, die bisher jetzt noch kein Mittel gefunden haben, den Ball jetzt erstmal nach vorne zu spielen. Denn der KSV stellt das bis hierhin ganz gut zu. Deswegen probiert es Offenbach mit Geduld. Weiter Ball jetzt auf die linke Seite zu Ronny Marcos. Den kann er aber nicht mehr erreichen. Somit Einwurf für den KSV Hessen-Kassel durch den eben angesprochenen Nail Najjar auf der rechten Seite. Weit in der eigenen Hälfte für den KSV Hessen-Kassel. Kopfballduell Ronny Marcos und Mahir Saglik. Es gibt den nächsten Einwurf quasi direkt hier vor uns durch Nail Najjar. Jetzt schon in der Hälfte der Offenbacher Kickers. Und jetzt Alban Meyer durchs Zentrum mit ein bisschen Platz, nimmt Adrian Bravo Sanchez mit. Der findet erstmal keine Anspielstation, muss hintenrum spielen. Weiter geht es über den Kapitän Frederik Brill in der eigenen Hälfte wieder zurückgespielt zu Ingmar Merle. Offenbach dazwischen, Ingmar Merle mit einer guten Grätsche geht da noch dazwischen. Ballverlust, allerdings holt Jon Mogge das Leder wieder auf Höhe der Mittellinie. Somit kann der KSV Hessen-Kassel neu aufbauen, wieder durch Jon Mogge. Und er verliert den Ball. Die Offenbacher spielen zurück zu Stefan Flauder, zum 34-jährigen Keeper. 1,97 groß. Wir haben ja schon vorhin die starke Defensive angesprochen. So, Offenbach jetzt mit dem ersten Abschluss. Allerdings weit am Kasten von Maximilian Zunker vorbei. Das war jetzt vielleicht mal so die erste Chance nach drei Minuten, die jetzt hier gespielt sind. Also 0-0 bisher noch. Das ist vielleicht mal so die erste Halbchance. Starker Beginn insgesamt vom KSV, fand ich, gefühlte Zweikampfbilanz in den ersten drei Minuten 100%. Ja, also da hat man gesehen, wie Tobi Damm die Jungs hier auf die Platte, auf das Feld geschickt hat, nach dem Motto, wir verlieren hier heute keine Zweikämpfe. Schauen wir jetzt, wie es die Offenbacher machen, die ihrerseits ein bisschen brauchen, um ins Spiel zu kommen. Der KSV läuft da an, aggressiv vorne, wieder starkes Einsteigen von Brill. Freistoß gepfiffen, ja, kannst du geben, musst du nicht geben. Brill sagt, Mensch, ihr habt doch den Ball gespielt. Foul aber vom Schiedsrichter gesehen an Marcel Sobotta in der Hälfte des KSV. Aber alles noch weit vor dem Kasten von Maximilian Zunker. Aber auch in dieser Situation wieder dieses aggressive Einsteigen von Freddy Brill, der der Mannschaft gut tut. Haben wir schon am Samstag gesagt bei dem Restart gegen Bayern Alzenau. Also 15, 20 Minuten hat Freddy Brill, der Captain, gebraucht, um wieder zurückzukommen, zurückzufinden ins Spielsystem. Dann aber hat er der Mannschaft die Sicherheit gegeben. So, Freistoß aus dem Halbfeld, aus Offenbacher Sicht. Serkan Firat wird den Ball mit dem linken Fuß vom linken Flügel in den Strafraum buxieren. Alle Spieler jetzt auf Höhe des 16ers. Ball wird in den 16er hineinkommen. Jetzt kommt da Firat mit dem hohen Ding. Aber da ist Ingmar Merle zur Stelle, köpft den Ball erstmal aus dem 16er raus. Konterchance ergibt sich nicht. Offenbach bleibt im Ballbesitz. Wieder Vierrad auf dem linken Flügel, versucht den Ball zu chippen. Saklik dazwischen, gewinnt den Ball auf Höhe der Mittellinie. Konterchance für den KSV, wenn Saklik den Ball abgespielt hätte. Wird aber gelegt auf Höhe der Mittellinie, gibt den Freistoß für den KSV. Da hatte er die Chance, den Iksal mitzunehmen auf dem linken Flügel. Der wäre dann frei durch gewesen. Ja, wobei Mogge war es, die haben die Seiten gewechselt. Mogge jetzt auf dem linken Flügel, Iksal rechts. Mahir Saklik entschuldigt sich auch in dem Fall bei Mogge, dass er den da nicht lang geschickt hat. Merle versucht es jetzt mit dem Diagonalball von hinten links nach vorne rechts, riskant. Einmal quer übers Feld, kommt aber an. Auf der anderen Seite bei Tim Philipp Brandner, der das Spiel beruhigt. Nennhuber zurück zu Maximilian Zunker. Der KSV jetzt mal ganz ruhig, während er in den ersten drei Minuten so ein bisschen versucht hat, die Offenbacher zu überraschen. Und das Spiel schnell zu machen. Wieder nächster lange Ball von Merle. Kommt wieder an. Wieder von hinten rechts nach vorne links. Abseits gepfiffen. Gut, das kann sein. Das ist eine Millimeterentscheidung. Der Linienrichter hier sah da Tim Philipp Brandner, der an den Ball geht, im Abseits. Ich glaube, wenn Mogge hingegangen wäre, wäre es kein Abseits gewesen. Nicht spielentscheidend. Spiel läuft weiter. Die Offenbacher versuchen das ruhig aufzubauen über Szeljenetski, den Polen. Ja, so langsam gelingt mir der Name. Nimmt Karpstein mit, die Offenbacher aber immer noch hinten in der eigenen Viererkette, verlagern das Spiel jetzt auf die linke Seite, auf Tunay Deniz, den Deutsch-Türken, ich habe schon gesagt, gekommen aus der Super League, aus der ersten türkischen Liga. Also das ist schon eine starke Truppe, die die Offenbacher hier
diese Saison aufs Feld schicken, aber sie sind eben in Anführungszeichen bislang nur Tabellenvierter. Das erklärt, warum hier gleich der Baum brennt, wenn du einmal 0-0 in Walldorf spielst. Guter Ball auf den linken Flügel, Offenbach jetzt immer noch in Ballbesitz. Ball kommt in den 16er, Nachschussmöglichkeit vom 16er. Oh, jetzt die Möglichkeit für die Offenbacher und da ist das Tor. Kassel beschwert sich, weil ein Spieler des KSV am 16er gelegt wurde. Der liegt auch immer noch auf dem Boden. Der Offenbacher lässt das Spiel, oder der Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen. Und dann steht ein Offenbacher ganz allein, 11 Meter vor Maximilian Zunker, kann sich die Ecke aussuchen, schiebt den Ball flach unten links rein, aus Sicht des Offenbacher Schützen. Und Freddy Brill ist es, der da am 16er zu Boden gegangen ist und jetzt nochmal mit dem Schiedsrichter spricht und sagt, Mensch, da bin ich doch gefoult worden. Ja, Schiedsrichter winkt ab, das Tor zählt und es ist Elia Soriano, der 31-Jährige, der aus der zweiten israelischen Liga hier nach Offenbach gewechselt war, Anfang Oktober. Die Offenbacher ja mit einem Wechsel im Sturm, der eigentliche Torjäger Matthias Fetsch, der 8-mal getroffen hat, leicht angeschlagen, sitzt nur auf der Bank, für ihn also heute Elia Soriano vorne drin und jetzt wird sich Angelo Balletta, der Deutsch-Italiener, der Trainer der Offenbacher, natürlich selbst auf die Schultern klopfen und wird sagen, Mensch, habe ich alles richtig gemacht, denn der Soriano trifft in der 8. Minute zum 1-0 für den OFC. Ja, Soriano, die einzige Änderung in der Startelf der Offenbacher und dann trifft er auch noch. Der Top-Torjäger musste ja heute passen, beziehungsweise sitzt auf der Bank Matthias Fetsch. Ja, das ist natürlich bitter, ne? So früh das Gegentor, das wollten wir eigentlich verhindern. Somit müssen wir damit erstmal leben. Offenbacher machen weiter, jetzt mit Druck. Kevin Nennhuber köpft erstmal den Ball hier nach vorne zu Frederik Brill. Der verliert aber den Ball, sprintet hinterher. Einwurf für den KSV Hessen-Kassel, weit in der eigenen Hälfte auf der linken Seite. Und jetzt wird es natürlich auch schwer, vorhin schon angesprochen, die Offenbacher haben die beste Defensive mit nur 6 Gegentoren aus den 12 Spielen. 8 von 12 Spiele haben sie zu 0 bestritten und jetzt mal ein bisschen Platz. Auf der rechten Seite Nahir Najjar überquert die Mittellinie, hat ganz viel Platz, nimmt nochmal Lukas Iksal mit auf der rechten Seite immer noch. Iksal muss jetzt gucken, dass er eine Anspielstation findet. Adrian Bravo Sanchez hat sich angeboten, wieder rechts raus auf Nahir Najjar. Der umkurft da Ronny Marcos und holt den Eckball raus. Die erste Ecke in diesem Spiel für den KSV Hessen-Kassel. Standardsituation, ja, vielleicht geht da was. Und natürlich schnappt sich unser Standardspezialist Alban Meha das Leder. Und müssen wir natürlich jetzt mal schauen. Also wir haben da durchaus große Spieler, beispielsweise Kevin Nennhuber. Kann aber auch gut sein, dass der KSV jetzt kurz ausführt, denn Adrian Bravo Sanchez bietet sich kurz an. Der Eckball kommt rein, allerdings können das die Gastgeber erstmal klären. Der KSV weiter im Ballbesitz, spielen nochmal zurück in die Verteidigung. Zu Tim Philipp Brandner wieder rechts rausgelegt auf Adrian Bravo Sanchez und der, ja, versucht da Nahir Najjar auf dem rechten Flügel mitzunehmen. Doch vorher geht der Ball ins Seitenaus. Einwurf durch Ronny Marcos, der vorhin angesprochen auch schon einige Bundesligaspiele für den HSV absolvieren durfte. Offenbach versucht jetzt über rechts auf Höhe der Mittellinie wieder ins Zentrum gelegt zu Tunay Dennis. Weiter Ball erstmal abgefangen von Nahir Najjar und dann macht es Ingmar Merle ganz grob und haut den Ball erstmal nach vorne. Aus der Gefahrenzone erstmal ein bisschen befreien. Ja, der Start vom KSV Hessen-Kassel war nicht schlecht. Allerdings jetzt nach dem 1-0 übt der OFC Druck aus. Ronny Marcos auf der linken Seite. Scharfer Ball in die Mitte. Alle verpassen. Das war eine Riesenmöglichkeit. Wenn da ein Offenbacher drankommt, dann steht es ja auch gut und gerne 2-0. Glück gehabt. Allerdings muss der KSV jetzt gucken, dass er sich befreit. Auf der linken Seite auf Höhe der Eckfahne erstmal rausgespielt. Offenbach wieder im Ballbesitz. Auf der rechten Seite. Und das macht Brandner gut. Allerdings gibt es den Einwurf
für Offenbach wieder zurückgespielt. Der KSV stellt das Ganze erstmal zu. So muss Offenbach erstmal hinten rumspielen über die Innenverteidigung, über Malte Karpstein. Weiter geht's hinten rum. Jetzt mal ein präziser Ball ins Zentrum. Nail Najjar im Laufduell im Strafraum. Und da steht es 2:0 für die Offenbacher Kickers. Ball reingespielt in den Fünfer. Mann, ist das bitter. Ah, ich glaube, Torschütze ist Sobotta. Der KSV geschockt nach dem 0-1. Hat man schon gesehen, das gesamte Spiel des KSV plötzlich 20 Meter weiter nach hinten verlagert. Da war nichts mehr von der Aggressivität der ersten 3-4 Minuten bei den Löwen. Im Gegenteil, Offenbach kommt jetzt zum wiederholten Male vor allem über die Seite von Nail Najjar, der ja zu Beginn der Saison so stark gespielt hat. Aber hier in den ersten 10, 15 Minuten gar nicht gut aussieht. Auch dieser Treffer über seine Seite gefallen. Lässt sich da übertölpeln, kann die Hereingabe dann in den 16er nicht mehr unterbinden. Und der Ball geht parallel quasi zur Torlinie an Zucker vorbei. Und hinten am langen Pfosten hat dann, ich weiß jetzt nicht, wer es war, Sobotta, kein ganz großes Problem, ins leere Tor einzuschieben. Jetzt heißt es sich schütteln aus Sicht des KSV und wieder zurückfinden ins Spiel. Vielleicht gelingt sofort. Mogge legt sich den Ball zu weit vor. Sonst hätte ich gesagt, hätte er in den 16er einziehen können. Beim OFC gelingt ihm aber nicht. Es gibt Einwurf ganz hinten in der Offenbacher Hälfte. Quasi kurz an der Eckfahne außen. Was ein Start, der eigentlich so gut war aus Sicht der Löwen, die so gut in dieses Spiel gefunden hatten, die quasi alle Zweikämpfe gewannen in den ersten 3-4 Minuten. Und dann dieser Schock durch das 0:1, was übrigens, ich habe schon mal geguckt, parallel auf die anderen Spiele, die laufen, gar nicht die früheste Führung war. Die Kuriosität des Tages können wir, glaube ich, jetzt schon sagen. In Balingen, beim Spiel Balingen gegen Schott Mainz, in der ersten Spielminute 2 Tore für die TSG Balingen, die gegen Schott Mainz jetzt 2:0 führt. Wie gesagt, beide Tore laut offiziellem Ticker in der ersten Spielminute. Summa summarum macht das aber eben genauso ein 2:0 wie hier in Offenbach nach jetzt gespielten 14 Minuten. Ja, ist natürlich bitter, wie wir jetzt hier ins Spiel reingekommen sind. Sah erst gar nicht so schlecht aus, wie Patrick eben angesprochen hat. Dann aber die zwei frühen Gegentore. Jetzt heißt es natürlich dagegen ankämpfen, wieder zurückkommen. Allerdings machen das die Offenbacher natürlich jetzt erstmal geschickt mit viel Ruhe. Aufbau über den Torwart, über den Kapitän Stefan Flauder, der den Ball da auf den rechten Flügel legt. Und sie spielen es erneut hintenrum jetzt durchs Zentrum auf die Nummer 24. Florent Bojai links rausgelegt auf Ronny Marcos, der sehr auffällig ist in den ersten Minuten. Versucht da zu flanken, trifft da allerdings den eigenen Mann Marcel Sobotta am Kopf. Somit keine Probleme für Maximilian Zunker, der nimmt sich den Ball auf. Hat ihn jetzt im eigenen Strafraum und schaut sich um nach Anspielmöglichkeiten und fordert erstmal seine Vorderleute auf, nach vorne zu gehen. Weiter Ball jetzt von Maximilian Zunker nach vorne auf Jon Mogge. Der gewinnt das Kopfballduell, allerdings der KSV nicht mehr im Ballbesitz. Foulspiel von Nail Najjar auf der rechten Seite, der dann mit einem leichten Schubser gegen die Nummer 11, gegen Marcel Sobotta, das pfeift der Schiedsrichter ab. Weiter geht es mit Freistoß in der Hälfte der Offenbacher, für die Offenbacher, die jetzt wieder über die Innenverteidiger aufbauen. Weiter Ball auf Ronny Marcos, der den sehr gekonnt annimmt, mit der Brust wieder zurückgelegt. Löwen stellen zu, deswegen muss Malte Karpstein, der Innenverteidiger der Offenbacher, erstmal hinten aufbauen über den eigenen Keeper, über Flauder, rechts rausgelegt. Jetzt die Gastgeber auf Höhe der Mittellinie erstmal ins Zentrum gelegt, wieder zurück. Und dann der Fehlpass ins Seitenaus, Einwurf für unsere Löwen weit in der eigenen Hälfte auf der linken Seite. Ja, wie eben schon angesprochen, jetzt wird es natürlich schwer. Bin jetzt natürlich davon ausgegangen, dass die Löwen diesen Schwung aus
dem letzten Spiel gegen den FC Bayern Alzenau mitnehmen. Allerdings standen die Gastgeber ja vor diesem Spiel extrem unter Druck, haben ja Ambitionen aufzusteigen und am letzten Spieltag, nach dem ersten Spieltag, nach diesem Restart gab es nur ein 0:0 gegen Astoria Waldorf. Weshalb jetzt natürlich die Gastgeber unter Druck stehen. Jetzt vielleicht mal eine gute Möglichkeit für den KSV Hessen-Kassel durch eine Standardsituation. Es gibt den Freistoß, halblinke Position und ich denke mal, den Ball schnappt sich Alban Meha. Und die Entfernung ist gar nicht mal so schlecht, Patrick. Ja, nur zwei Mannmauer der Offenbacher. Ball kommt auf den kurzen Pfosten, aber mitten in die Arme von Stefan Flauder, den Keeper der Offenbacher, der keine Probleme hat, den Ball festzuhalten. Beruhigt das Spiel jetzt. Ja, der Spielstand spielt natürlich den Offenbachern jetzt in die Karten. Leo hat das angedeutet. Mensch, die waren angezählt. Der Baum brannte hier nach dem 0-0 gegen Waldorf. Und dann hat man ihnen das eigentlich auch ein bisschen anmerken können, als der KSV so aggressiv draufgegangen war in den ersten 3-4 Minuten. Aber die zwei Tore jetzt innerhalb von 6 Minuten für die Offenbacher spielt dem Tabellenvierten, wie gesagt, in die Karten. Die Offenbacher ohnehin in den 12 Spielen, die sie ausgetragen haben, bislang erst mit einer einzigen Niederlage. Das war ein 0:1 aus Offenbacher Sicht auswärts in Ulm. Das Problem der Offenbacher ist so ein bisschen analog zu dem des KSV. Sie haben zu viele Unentschieden auf ihrem Buckel in diesen 12 Spielen. 5-mal haben die Offenbacher unentschieden gespielt. Der KSV ja eindeutig da auch zu viele Unentschieden gesammelt. Unglücklicher auch dabei. Sonst könnte auch der KSV in der Tabelle weiter oben stehen. Die Offenbacher auch, die wieder anrollen. Jetzt über Marcos. Oh, das müsste gelb fast geben gegen Morgel. Taktisches Foul. Marcos war da in vollem Lauf auf den 16er des KSV zu. Gibt keine gelbe gegen Morgel. Aber die rechte Abwehrseite des KSV ist das Problem. Eindeutig hier und heute bislang. Also Najar und Morgel bekommen die Seite nicht zugestellt. Freistoß. Wieder halblinke Position. Ball wird in den 16er hineinkommen. Zu weit, um ihn direkt aufs Tor zu bringen. Der KSV stellt auch mit Bravo Sanchez nur eine Mannmauer. Ball kommt hoch in den 16er rein. Wird per Kopf verlängert. Zunker ist da. Pflückt den Ball runter aus der Luft. Hält den Ball erstmal in den Händen. Sucht einen Anspielpartner. Und baut das Spiel auf über Kevin Nennhuber. Und wenn wir die Torbilanz des OFC uns nochmal vor Augen führen. 20 Tore haben sie geschossen. Das ist nicht allzu viel für ein Spitzenteam. Aber, und jetzt kommt das große Aber, sie haben erst 6 Tore bekommen. So, und jetzt haben wir hier 20 Minuten gespielt und der OFC führt mit 2-0. Und da könnt ihr euch das jetzt selbst ausrechnen. Also um das Spiel hier noch zu gewinnen, müsste der KSV also jetzt 3 Tore schießen und der OFC hat aber in 12 Spielen bislang erst 6 bekommen. Ja, das ist dann mal eine Aufgabe. Aber unmöglich ist es nicht. Bravo Sanchez mit dem Pass auf XL, aber die Fahne ist oben. Abseits. Wäre allerdings dann auch nur Innenpfosten gewesen. Knappe Entscheidung. Nee, auf Saklik war der Ball. Bravo Sanchez in die Schnittstelle. Tief gepasst auf Mario Saklik, der den Ball dann aus der Drehung mit dem linken Fuß direkt nimmt, aufs lange Eck buxiert. Ball geht an den Innenpfosten, wäre aber auch, wie gesagt, kein Tor gewesen, weil der Linienrichter sofort die Fahne gehoben hatte. Der KSV jetzt wieder aggressiv mit Pressing, stellt vorne am 16er des OFC alles zu. Die offenbar versuchen es trotzdem hinten klein rauszuspielen. Gelingt erstmal, Ball kommt aber lang, den müsste Merle bekommen, bekommt er auch, weil der Torschütze zum 1-0 Soriano nicht hin. Richtig hinterher geht. Ja, so wie der KSV das in den ersten 3-4 Minuten gemacht hat, haben sie es jetzt wieder gemacht. Haben den 16er der Offenbacher gleich zugestellt. Verlieren jetzt aber den Ball die Löwen auf Höhe der Mittellinie. Daher die Offenbacher mit ein bisschen Platz jetzt vorne in der offensiven Hälfte. Ball jetzt auf dem rechten Flügel mal an den 16er gespielt, abtropfen gelassen. Verlagerung auf den linken Flügel. Schussmöglichkeit vom 16er. Ball wird wieder in die Schnittstelle gepasst, da sind die Löwen diesmal dazwischen. Kleine Konterchance, Bravo Sanchez mit dem Pass vorne rein. Oh, da ist ein Offenbacher noch mit dem langen Fuß dazwischen. Sonst wäre Mogge in diesem Fall frei durch gewesen und wäre auf Stefan Flauder, den Keeper der Offenbacher, zugelaufen. Aber das war eine starke Abwehraktion. Der Offenbacher per Kretsche da gerade noch diesen Pass auf Mogge verhindert. Ne, Angelo Balletta, der 43-jährige Coach der Offenbacher, kann zufrieden sein, ist aber sehr aktiv da draußen, während Tobi Damm neben Sebastian Busch ganz ruhig noch auf seinem Stuhl sitzt, ist Balletta da ordentlich unterwegs vor seiner Bank.
Ball gewinnen für die Löwen, wieder Konterchance. Bravo Sanchez mit dem Steilpass raus. Oh, das ist ein Foul gewesen da gegen Tim Philipp Brandner, der, glaube ich, sogar da den Ellbogen ins Gesicht bekommen hat. Bleibt noch auf dem Boden liegen. Es müssen die Offenbacher den Ball wenigstens rausspielen. Also der Schiedsrichter kann das nicht sehen, aber der Linienrichter muss es gesehen haben. Es findet direkt vor seinen Augen statt. Jetzt bin ich gespannt, ob die beiden miteinander kommunizieren. Sollte der Linienrichter tun, denn der Linienrichter ist wirklich unmittelbar da an dieser Aktion beteiligt gewesen. Ich habe es jetzt nur so aus dem linken Augenwinkel sehen können, aber ich meine, dass das abseits vom Ball war. Dann wird es natürlich noch interessanter, weil der Linienrichter macht keine Anstalten, da zu kommunizieren mit seinem Hauptschiedsrichter, den man in Schutz nehmen muss. Der muss natürlich die Szene beobachten und muss dem Ball folgen, aber der Linienrichter hätte es sehen können. So, Tim Philipp Brandner steht wieder, es geht weiter mit Schiedsrichterball, hat erstmal keine Konsequenzen für die Offenbacher, diese Aktion. Nach jetzt, ja, 22,5 Minuten, also sozusagen der ersten Halbzeit in der ersten Halbzeit. 2-0 für die Kickers. Genau, Schiedsrichter können wir auch nochmal erwähnen. Justin Joel Haßmann, der Unparteiische, seine Assistenten Julian Geitz und Maximilian Fischer, die bisher noch nicht allzu viel zu tun hatten. Der KSV versucht es jetzt immer wieder über schnelle Angriffe nach vorne. Denn die Offenbacher stehen relativ hoch, wollen jetzt natürlich anknüpfen an den beiden Toren. Machen viel Druck, üben sehr viel Druck aus. Aber so gibt es dann natürlich auch immer wieder Platz für die Löwen zum Kontern. Offenbach jetzt schon wieder in der Hälfte der Löwen, Ball rechts rausgelegt auf den rechten Flügel. Flanke in den Strafraum des KSV Hessen-Kassel. Da kommt der Kopfball, allerdings taucht Maximilian Zunke ab und hat den Ball sicher. Ja, das geht dann auch mal ganz schnell. Die Flanke sehr präzise. Ich konnte jetzt nicht ganz genau sehen. Ich glaube auf Marcel Sobotta, der da tatsächlich noch zum Kopfball kommt. Maximilian Zunker jetzt mit einem weiten Ball auf Marcel Saglik. Der hat ein bisschen Platz, kann sich da durchsetzen. Im Zentrum wartet Adrian Bravo Sanchez, versucht sich freizulaufen. Der Ball kommt auf die linke Seite. Ball in den Strafraum. Und die Offenbacher Kickers können klären auf Kosten eines weiteren Eckballs für den KSV Hessen-Kassel. Diesmal von der linken Seite. Und da sehen wir auch wieder Alban Meha. Und auch diesmal bietet sich Adrian Bravo Sanchez kurz an. Aber der Eckball kommt in den Strafraum. Offenbach kann das erstmal klären per Kopf aus dem Strafraum. Jetzt könnte Gegenangriff entstehen, allerdings bringt Frederik Brill den Ball wieder ins Spiel. Jetzt ein gefährliches Spiel. Der Offenbacher im eigenen Strafraum. Ball jetzt nach vorne befördert. Und jetzt geht es ganz schnell bei den Offenbacher Kickers. Präziser Ball. Und dann ist es ein Eigentor fast durch Naina Jar, der da versucht, den Ball noch irgendwie abzugrätschen. Und Maximilian Zunker da auf dem falschen Fuß erwischt. Dann wird er aber doch noch irgendwie auf der Linie geklärt. Ja, Nennober war es, der dann auf der Linie noch klärt. Aber was eine Aktion. Und Tobi Damm ist stinksauer, trommelt hier eben mit der Hand auf das Dach seiner Trainerbank, weil das eine Kommunikationspanne war zwischen Maximilian Zunker, der rausläuft aus seinem Kasten, der dann natürlich dem Nahal Najjar irgendwie signalisieren muss, ob er nun hingehen soll oder nicht. Dann geht Najjar hin, spielt den Ball am herauslaufenden Zunker Richtung eigenes Tor und Nennuber dann mit der Grätsche vor der eigenen Linie verhindert hier das 0-3. Nächster Angriff der Offenbacher, wieder über den linken Flügel. Merle in einem Laufduell, das gibt Elfmeter. Ja, oh, das Foul darf er natürlich so nie nehmen. Gegen Flo Bojai, der in den Strafraum einzieht. Merle dann mit dem langen Bein. Er hat, glaube ich, sehen können, dass er das Laufduell nicht mehr gewinnen kann. Legt Bojai und jetzt gibt es den Elfmeter. 26. Minute. Die Chance für die Kickers hier auf 3-0 zu erhöhen. Elia Soriano, der Torschütze zum 0-1 oder zum 1-0 aus Offenbacher Sicht gegen Maximilian Zunker. Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Schiedsrichter pfeift an, Soriano läuft an, mittig flach. Zunker entscheidet sich für die rechte Ecke aus seiner Sicht. Ball geht dann relativ mittig flach ins Tor. Steht 3-0 für die Offenbacher Kickers nach 26 Minuten.
der KSV zumindest hinten relativ von Sinnen, vor allem was die Seite von Nahel Najjar angeht. Nochmal, wir wollen uns nicht einschießen auf ihn. Er hat eine bärenstarke Anfangssaison gespielt bislang. Aber die rechte Abwehrseite der Löwen kommt überhaupt nicht klar. Jetzt nimmt sich Frederik Brill auch den Nahel Najjar mal kurz zur Brust, in Anführungszeichen. Spricht ein paar Sätze mit ihm. Ich bin mir sicher, dass der Nahel selber weiß, dass das jetzt hier nicht sein Spiel ist bislang. So, 3-0. Rückstand nach 26 Minuten bei der defensiv stärksten Mannschaft der Liga. Da bin ich gespannt, was das mit den Köpfen der Löwen jetzt macht. Ja, so haben wir uns das natürlich nicht vorgestellt. War natürlich auch keine schlaue Aktion da an der Stelle von Ingmar Merle, der da sehr, sehr ungestüm in den Zweikampf geht. Das gibt dann natürlich den Elfmeter, unumstritten. Und dann steht es halt auch schnell mal nach 26 Minuten 3-0. Jetzt heißt es natürlich auch wieder zurückkommen. Allerdings jetzt hier auf der rechten Seite das Foul von Lukas Ixer. Das könnte die erste gelbe Karte geben. Foul an Ronny Marcos. Aber der Schiedsrichter belässt es erstmal dabei. Keine gelbe Karte. Ja, Ronny Marcos hält sich da den rechten Oberschenkel, steht allerdings mittlerweile wieder. Und es geht weiter mit dem Freistoß. Doch, es gibt die gelbe Karte gegen Lukas Ixer. Schiedsrichter hatte nur kurz gewartet und sich bei Ronny Marcos erkundigt, wie es ihm denn geht. Und dann hat er erst die gelbe Karte gezeigt. Weiter geht es mit dem Freistoß auf Höhe der Mittellinie. Für die Hausherren, ausgeführt gleich durch Tunay Deniz. Also jetzt auch die erste gelbe Karte im Spiel. So, weiter geht's. Offenbach baut hintenrum auf über den Innenverteidiger Karpstein. Dann nochmal den Torwart mitgenommen. Ball wieder im Mittelfeld. Tim Diersen, den wir ja auch schon angesprochen haben, Bundesliga erfahren. Na gut, hat glaube ich 4 Spiele für Hannover 96 absolvieren dürfen. Darunter auch Spiele gegen den FC Bayern und gegen Borussia Dortmund. Also Tim Diersen mit Ronny Marcos. Bisschen Bundesliga-Erfahrung. Das können wir ja natürlich auch von Spielern von uns behaupten. Alban Meha und Maje Saglik, die ja beide für Paderborn aktiv waren in der Bundesliga. Offenbach jetzt über die linke Seite, über Ronny Marcos. Ball Richtung Strafraum, der KSV dazwischen. Alban Meha mit einem guten Ballgewinn. Und der Ball ist schon wieder weg. Schon wieder in den Reihen der Offenbacher, die jetzt wieder über Karpstein aufbauen. Rechts rausgelegt. Der KSV findet momentan einfach noch kein Mittel gegen die Offenbacher. Ja, Spiel geht viel zu schnell jetzt aus Sicht der Löwen. Wieder die Verlagerung vom rechten Flügel auf den linken Flügel, auf den starken Marcos. Ja, jetzt Najjar mal mit Körpereinsatz. Eigentlich ein Foul, wie er den Offenbacher da über die Seitenauslinie buxiert. Schiedsrichter sagt weiterspielen. Merle, das alles jetzt noch unmittelbar vor dem eigenen 16er. Wieder gepresst von den Offenbachern. Gibt überhaupt keine Möglichkeit, den Ball geordnet hinten rauszuspielen. Alle Feldspieler jetzt bei einem Einwurf der Löwen auf Höhe des 16ers in der Hälfte des KSV. Das beweist natürlich, dass die Offenbacher jetzt hier auch nicht nachlassen wollen. Nicht etwa anfangen, sich hinten reinzustellen und auf Konter zu lauern. Die setzen nach und pressen jetzt wieder. Wieder der Ballverlust des KSV vor dem eigenen 16er. Glück, dass Brill den Ball nochmal erobern kann. Zunker kommt gerade noch so raus. Wieder das nächste Missverständnis um ein Haar. Diesmal zwischen Nennhuber und Zunker. Nennhuber geht nicht an den Ball. Zunker muss dann raus. Sonst wäre Soriano wieder völlig allein vor Maximilian Zunker aufgetaucht. Also, das ist jetzt eine echte Aufgabe, die auch Tobi Damm gedanklich natürlich jetzt erstmal verarbeiten muss. Wird sich sicherlich jetzt schon die Fragen stellen, was kann ich verändern? Ich will noch gar nicht von der Halbzeitpause sprechen. In dem Rhythmus, wie hier die Tore fallen, musste fast vom Schlimmsten ausgehen, dass es hier noch weitere Gegentreffer gibt bis zur 45. Minute. Viele Siege von Kassel in Offenbach, müssen wir ehrlicherweise sagen, gab es ohnehin nicht. Wenn wir die ganz lange Historie dieser beiden untereinander in Derbys betrachten. Es gibt ja unzählige Spiele, die beiden ausgetragen haben. Schon in den 50er, in den 60er Jahren, dann viele heiße Zweitliga-Duelle in den 80er Jahren. Da stammt übrigens der letzte Punktspielsieg des KSV her. Nicht erschrecken, das ist wirklich 35 Jahre her.
1985 war das, als der KSV das letzte Mal ein Punktspiel wohlgemerkt hier in Offenbach gewonnen hat. Uwe Eblinius, damals der Torschütze, und Olli Zehe, das lebende KSV-Archiv, hat mir gestern noch in der Vorbereitung auf das Spiel zugerufen. Das ist ein Tor gewesen, was es so eigentlich auch nie fällt. Eblinius, der da aus 35 Metern wohl den Ball einfach mal aus der Not heraus Richtung OFC-Gehäuse abgefeuert hat. Und der damalige Keeper des OFC hieß übrigens Oliver Reck, später ja auch bekannt als Pannen-Olli. Da hat er seinem Namen alle Ehre gemacht in dem Spiel, hat den Ball dann durch die eigenen Hosenträger bekommen. Das 1-0 von Eblinius war dann letztlich auch das einzige Tor des Spiels. Der KSV gewann dieses Spiel mit 1-0. 85, wohlgemerkt 1985, der letzte Punktspielsieg des KSV hier in Offenbach. Danach gab es aber Gott sei Dank auch noch Pokalspiele. Da hat der KSV eins davon 2015 hier in Offenbach gewonnen. Es ist ein Hessen-Pokal-Viertelfinale, wo man jetzt sagt, boah, das ist nicht allzu wichtig. Wurde es dann aber doch, weil der KSV sich in dem Jahr über diesen Hessen-Pokal dann für die erste DFB-Pokalrunde qualifizieren konnte. Immerhin bescherte das dem KSV dann in der ersten DFB-Pokalrunde ein ausverkauftes Spiel gegen Hannover 96. Und das ging eben zurück auf diesen Sieg im Viertelfinale des Hessen-Pokals hier in Offenbach. Ja genau, kurioserweise haben dann die Offenbacher ein Jahr später auch gegen Hannover 96 in der ersten Runde des DFB-Pokals gespielt. So, wir gucken mal auf die rechte Seite. Da liegt ein Spieler der Hausherren. Weiter geht es mit einem Freistoß auf der rechten Seite. Naja, dass die Offenbacher mit viel Druck beginnen, das hatte Tobi Damm schon vor dem Spiel prophezeit. So ist es jetzt letztendlich auch eingetreten. Natürlich war das Ziel kein frühes Gegentor. Das hat dann jetzt letztendlich leider nicht so gut geklappt. Also nach 33 Minuten steht es hier schon 3-0 für die Gastgeber. Malte Karpstein jetzt mit dem weiten Ball auf die linke Seite. Sehr viel geht über links bei den Offenbacher Kickers, über Ronny Marcos. Da tut sich Nail Najjar, der jetzt wieder in die Startelf gerutscht ist, ein bisschen schwer. Muss man an der Stelle auch zugeben. Jetzt der Einwurf von Najjar auf Lukas Iksal, der aber wieder mit dem Ballverlust, und dann sind die Offenbacher wieder im Ballbesitz und lassen die Löwen erstmal laufen. Das machen die nicht schlecht, muss man an der Stelle auch sagen. Spielen dann hintenrum, versuchen es mit Geduld, lassen die Löwen laufen, zieht natürlich sehr viel Energie und versuchen dann mit präzisen, teilweise präzisen langen Bällen die KSV-Abwehr hier auszuhebeln. Jetzt ein sehr weiter Ball von Ingmar Merle. Der findet aber keinen Spieler, geht ins Seitenaus, in die gegnerische Hälfte. Einwurf für den OFC ausgeführt. Wieder langer Ball, Ballverlust. Jetzt Frederik Brill, der den Ball wieder ins Spiel bringt. Auf der rechten Seite wäre jetzt ein bisschen Platz. Nail Najjar bietet sich an und bekommt den Ball von Alban Meyer. Nail Najjar jetzt im Strafraum, im gegnerischen Strafraum, lässt sich den Ball dann aber abluchsen. Und weiter geht es jetzt vielleicht mit einem Konter. Nein, das macht Ingmar Merle ganz gut. Noch in der gegnerischen Hälfte. Der KSV geht früh drauf. Lukas Iksal jetzt mit einem flachen Ball in den Strafraum der Kickers. Kommt nicht an. Und Offenbach klärt das erstmal wieder. Schlagen den Ball weit raus, rechts raus, ins Seitenaus. Einwurf für den KSV Hessen-Kassel auf Höhe der Mittellinie. Erstmal wieder zurückgespielt in die Verteidigung. Adrian Bravo Sanchez bietet sich kurz an, jetzt auf Höhe der Mittellinie wieder links rausgelegt. Offenbach stellt das zu, keine Anspielmöglichkeit. Deswegen müssen sie sich wieder nach hinten orientieren. Ingmar Merle wird jetzt hier angespielt, überlässt für Maximilian Zunker, der jetzt mit einem weiten Schlag in die Hälfte der Offenbacher. Kopfballduell, faul an Jon Morge, glaube ich. Und deswegen geht es weiter mit einem Freistoß. Da aus einer großen Distanz, den wird der Alban Meyer nicht direkt drauf ziehen. Führt ihn kurz aus zu Mahir Saglik. Und schon wieder geht es hintenrum über Kevin Nennhuber und Ingmar Merle. Der nimmt jetzt Adrian Bravo Sanchez auf der rechten Seite mit.
Und der geht erstmal ein paar Schritte Richtung Mittelkreis, legt den Ball wieder links raus auf Alban Meha. Der sucht eine Anspielmöglichkeit, findet erstmal keine. Geht übers Zentrum, über Mahir Saglik, der mit einem Fehlpass. Ball aber wieder bei Nail Najjar auf der rechten Seite. Jetzt nehmen wir ein bisschen das Tempo raus. Adrian Bravo Sanchez jetzt mit einem Pass auf Nail Najjar, der sich versucht wieder anzubieten. Bravo Sanchez versucht es übers Zentrum, über Mahir Saglik. Der sucht jetzt noch eine Anspielmöglichkeit, aber findet erstmal keine. Ball geht ins Tor aus. 36,5 Minuten sind gespielt und immer noch steht es hier 3:0 für die Gastgeber. Ja, beste Ballpassage jetzt aber des KSV, weil man einfach mal so knappe 2 Minuten in Ballbesitz war. Gut von Bravo Sanchez, der das Spiel immer verlagerte vom linken auf den rechten Flügel, auch wenn der Ball letztlich dann ohne Torchance ins Tor aus der Offenbacher geht. KSV stellt das jetzt vorne am 16er der Offenbacher zu, gelingt aber nicht. Stattdessen die Offenbacher jetzt mit viel Platz wieder über den linken Flügel. Da ist alles offen, Ball kommt jetzt raus, ein bisschen zu weit, Gott sei Dank, aus Sicht der Löwen auf den linken Flügel. Immer noch die Offenbacher in Ballbesitz auf Dennis, der mit einem Doppelpass versucht, da im 16er scheitert. Konter jetzt für den KSV. Mea hat mal seinerseits viel Platz auf dem rechten Flügel. Bravo Sanchez kommt mit, wird jetzt angespielt. Bereits so 30 Meter vor dem Tor der Offenbacher, die jetzt aber wieder pressen und das Tempo aus diesem Angriff rausnehmen. Kassel bleibt so ein Ballbesitz, muss aber den Konter abbrechen. Über Najjar geht der Ball wieder zurück auf Bravo Sanchez, der auf Meer ablegt. Der lässt wieder abtropfen auf Adrian Bravo Sanchez, der jetzt mal mit einem hohen, langen Ball auf Saklik in den 16er wird abgelaufen. Da von Scheljenetski, der den Ball ins Seitenaus buxiert. Einwurf für den KSV. Najjar nimmt Alban Meer mit auf dem rechten Flügel. Najjar wieder zurück zu Alban Meer. Alles auf engstem Raum. Mogge, kein großer Raumgewinn, aber Ballbesitz für den KSV. Flanke in den 16er von Meer. Iksal kommt nicht ran. Stattdessen Karpstein für die Offenbacher. Und die machen wieder Tempo. Nehmen das Tempo auf. Der Karpstein, der den Ball eben mit dem Kopf hinten abgewehrt hat, geht auf dem rechten Flügel jetzt mit auf und davon. Also jetzt 30, 40 Meter, Ball wird wieder verlagert, rüber auf die andere Seite. Sobotta, der immer wechselt zwischen dem rechten und linken Flügel, spielt den Ball flach in den 16er. Da hat aber diesmal Ingmar Merle aufgepasst, kann den Ball zumindest aus dem 16er heraus buxieren, hoch und weit ins Seitenaus auf Höhe der Mittellinie. Und da gibt es den Einwurf für die Offenbacher. Ja, Tobi Damm hatte vor dem Spiel, Leo hat es gesagt, dass er wartet, dass die Offenbacher hier loslegen wie die Feuerwehr. Und einen zweiten wichtigen Satz, den er uns mit auf den Weg gegeben hat: Wir dürfen uns nicht nochmal solche 15 Minuten erlauben wie gegen Bayern Alzenau am Samstag. Ja, genau das hat der KSV sich aber erlaubt in den ersten 15 Minuten, weil Tobi Damm sagte, das werden die Offenbacher gnadenlos bestrafen, wenn wir 15 Minuten brauchen, um hier in dieses Spiel zu finden. Und nach 14 Minuten stand es heute 0-2. Hat er recht gehabt, der Tobi Damm, der eigentlich guter Dinge war, der gesagt hat, Mensch, wenn da der Baum brennt in Offenbach, gibt es schlechtere Zeiten, gegen die zu spielen als heute. Und nach unserem 3-0-Sieg gegen Alzenau sind wir natürlich selbstbewusst genug, hier auch was mitnehmen zu wollen. Der Glaube, ja, ist vielleicht noch da, 5 Minuten vor der Halbzeit. Aber nochmal, beim Rückstand von 0-3 bei der defensivstärksten Truppe der Liga wird schwer. Ball wieder über den linken Flügel. Marcos mit der Flanke, der diesmal im Abseits gestanden hat, sonst hätte es hier die nächste 100%ige Torchance gegeben für den OFC. Da war wieder Sobotta, der den Ball Volley aus der Luft Richtung Zunkertor buxiert. Ball geht dann zwar über die Latte, aber da hat der KSV Glück, dass Marcos da auf dem linken Flügel im Abseits gestanden haben soll. Wir schauen mal parallel auf die anderen Spiele, die laufen. Heute Nachmittag gab es bereits ein Spiel. Zweite Mannschaft des SC Freiburg, 3-0-Sieg gegen den FC Gießen. Freiburg 2 damit vorläufig an der Tabellenspitze. Dann haben wir heute Astoria Waldorf gegen Pirmasens, da steht es noch 0-0. Der SSV Ulm, der nächste Gegner des KSV am Samstag, führt 2-0 bei Bayern Alzenau, die ja im hessischen Waldorf spielen müssen. Dann die TSG Balingen, der TSG Baling führt 2-0 gegen Schott Mainz mit diesen 2 Toren innerhalb der ersten Spielminute. Und der VfR Aalen liegt 0-1 hinten gegen den FSV Frankfurt. Ja, genau. Das nächste Spiel am Samstag gegen Ulm. Du hast es eben angesprochen. Ulm übrigens der einzige Gegner, gegen den die Offenbacher dieser Saison verloren haben mit 1-0 am 9. Spieltag. Wird natürlich auch nochmal ein richtig hartes Brett am Samstag. Also das letzte Spiel
vor der kurzen Pause. Nicht mehr lange zu spielen im ersten Durchgang. Spielstand bekannt, 3:0. Weiter geht's mit einem Abschlag von Maximilian Zunka in die Hälfte der Offenbacher. Der KSV verliert allerdings erneut den Ball. Was mir vorhin aufgefallen ist, ist, dass der KSV die Räume versucht zu verteidigen, allerdings viel zu passiv ist und nicht in die Zweikämpfe geht. Deswegen haben die Offenbacher da auch relativ viel Platz. Jetzt aber mal eine gute Stafette vom KSV Hessen-Kassel über Mariel Saglik, der den Freistoß rausholt. Und das ist eine gute Position. Relativ zentral, auch nah am 16er, so circa, naja, so 25 Meter. Und da steht natürlich auch wieder der Experte Alban Meha, der eben auch bekannt ist für gute Freistöße. Der auch schon vor der Saison bei mir im Interview gesagt hat, dass er das früher, vor dem Training, nach dem Training immer wieder geübt hat. Vielleicht zahlt es sich ja jetzt auch aus. Vielleicht können wir ja dadurch den Anschluss herstellen. Ball freigegeben, Alban Meha jetzt mit dem Schuss. Und er geht rein! Direkter Freistoßtreffer. Und somit steht es 3:1. Der KSV ist wieder zurück. Ein absolutes Traumtor durch Alban Meha. Wir haben zwar schon 4 Tore gesehen, aber ich glaube, da sind wir uns einig, das war heute, am heutigen Abend bisher, das Schönste durch Alban Meha. Und jetzt sind wir wieder dran. Das 7. Gegentor für die Offenbacher in dieser Saison. Ja, wichtig, dieser Treffer unmittelbar vor der Halbzeit in der 43. Minute wird den Löwen nochmal so ein bisschen Restglaube einimpfen für die zweite Halbzeit. Aber die erste ist noch nicht vorbei. Die Offenbacher kommen über den rechten Flügel. Nennhober schießt dann Offenbacher an. Gibt es einen Abstoß von Maximilian Zunker. Großen Dank sagen wir übrigens an Skoko Tao, auch heute unser Presenter dieses Livestreams. An Ayan van Damme, der dieses Spiel nochmal sponsert. Auch am Samstag in Ulm unser Livestream präsentieren wird und das, obwohl, da verrate ich euch kein Geheimnis, natürlich gerade die Restaurants stark betroffen sind, extrem betroffen sind von dem Shutdown, auch im Vorfeld ja schon im November, der Lockdown Light. Also, und der Ayan sagt, ich bleibe trotzdem natürlich hier bei euch und unterstütze diese Livestreams des KSV. Also tausend Dank an das Koko Tao, die auch heute wieder unser Presenter sind. So, letzte Minute in der offiziellen Spielzeit der ersten Halbzeit läuft. Der KSV versucht es nochmal. Torschütze Meha passt den Ball raus auf die linke Seite auf Tim Philipp Brandner mit dem Diagonalball auf Saglik, der jetzt immer wieder aus der Spitze sich löst, den Mittelfeldspielern entgegenkommt, um den Ball zumindest mal prallen zu lassen. Denn er selbst bekommt vorne keinen Stich gegen die beiden Innenverteidiger, gegen Szeljenetski und gegen Karpstein. Aber immerhin, wie gesagt, Maja Saglik löst sich jetzt immer mal so ein bisschen aus der Spitze und versucht da anspielbar zu sein. Gelingt ihm zwar jetzt auch. Nur der zweite Ball landet dann eben im Seitenaus und es gibt Einwurf für die Offenbacher auf Höhe des eigenen 16ers. KSV stellt erstmal die Räume alle zu, wie Leo das eben gesagt hat. Nur wichtig ist natürlich dann, dass du auch die Zweikämpfe gewinnst. Laufduell, Merle mit einem langen Bein zurück auf Zunker, der den Ball rausspielt auf den rechten Flügel. Najar jetzt gegen zwei Offenbacher allein. Kein guter Ball von Zunker. Najar läuft den Ball aber ab, spielt ihn wieder zurück zu Zunker. Der müsste den Ball jetzt lang spielen, tut er. Auf Höhe der Mittellinie und jetzt sagt der Schiedsrichter, das reicht mir für den ersten Durchgang. Und ehrlich gesagt reicht es uns auch und Mahir Saglik auch. Saglik stinksauer, vielleicht hören wir ihn im Hintergrund, diskutiert da mit dem Linienrichter, weil er irgendwie eine Szene gesehen hat, die der Linienrichter anders gesehen hat. Also ich glaube, das wird nichts Spielentscheidendes gewesen sein. Fakt ist, der KSV kommt hier gut in dieses Spiel rein. In den ersten 3-4 Minuten gewinnt für mich alle Zweikämpfe. Und kassiert dann in der 8. Minute mehr oder weniger aus dem Nichts das 0:1 durch Soriano. Bisschen fragwürdig, muss man sagen, weil Freddy Brill vor dem Gegentreffer da auf Höhe des 16ers zu Boden gegangen war. Haben wir jetzt nicht sehen können. Dennis dann mit dem 2:0 in der 14. als er den Ball nur noch ins leere Tor einschieben muss. Soriano nach einem berechtigten Elfmeter in der 26. zum 3:0 nach einem überflüssigen Foul von Merle. Und dann, das müssen wir aber auch mit auf den Weg geben und nehmen wir mit in die Halbzeit, das schönste Tor des Tages schießt der KSV bislang.
Genau, durch Alban Meyer, direkter Freistoß, direkt verwandelt aus einer sehr guten Entfernung. Diese Situation liebt er natürlich. Zentrale Position, circa ja, 25 Meter. Und dann haut er den oben links rein. Also Halbzeit 3:1 nach einer Anfangsphase ja, zum Vergessen. Nach 26 Minuten, wie schon gesagt, 3:0. Und ja, dann würde ich sagen, geben wir jetzt in die Halbzeitpause und hören uns dann gleich wieder zur zweiten Halbzeit im Spiel zwischen den Offenbacher Kickers und dem KSV Hessen-Kassel.
So, zurück sind wir am Biberer Berg nach einer ernüchternden ersten Halbzeit. 1:3 der Rückstand aus Sicht der Löwen hier im Hessen-Derby bei den Offenbacher Kickers. Immerhin, Alban Meyer macht uns ein bisschen Hoffnung durch seinen Anschlusstreffer, in Anführungszeichen, diesen wunderschönen Freistoß in der 43. Minute, den er oben links in den Winkel hebt. Das Problem sind die ersten 30 Minuten des KSV mit den 3 Gegentreffern. So, beide Mannschaften sind zurück. Soweit wir das überblicken können, wechselt der KSV nicht. Zweite Halbzeit läuft, die Offenbacher mit dem Anstoß hier im eigenen Stadion. Langer, hoher Ball in den 16er des KSV. Ball ist wieder auf dem linken Flügel über Najjar hinweg. Jetzt muss Mogge da nachsetzen. Offenbach in Ballbesitz mit der angetäuschten Flanke. Klein-klein gespielt auf dem linken Flügel. Ball kommt raus wieder auf den 16er. Jetzt der hohe Ball. Merle zur Stelle mit dem Kopf, kann den Ball aber nicht aus dem eigenen 16er richtig klären. Zweiter Ball wieder bei den Offenbachern. Diesmal auf dem rechten Flügel versuchen es die Offenbacher. Zweikampf. Oh, Brandner kommt ins Rutschen, wird nicht gepfiffen. Jetzt gucken sich beide Mannschaften an, warten auf den Freistoß, den gibt es nicht. Konterschuss für den KSV, sofort unterbunden, weil die Offenbacher sofort wieder pressen. Achtung, die Offenbacher mit der Möglichkeit, abseits, ja. Da haben sie Glück, dass Soriano da nicht rechtzeitig aus dem Abseits rauskommt. Der Schiedsrichter sieht aber vorher ein Foul gegen einen Offenbacher. Richtige Entscheidung, auch wenn die Kasseler da jetzt protestieren, habe ich auch so gesehen. Bravo Sanchez, der den Ball da vorher verloren hatte. In der eigenen Hälfte die Offenbacher sofort mit dem Pressingversuch, sofort mit dem Versuch aufs Kasseler Tor zu ziehen. Dann hält Bravo Sanchez kurz den Offenbacher. Es gibt die Freistoßkonstellation, die wir auf der anderen Seite von Alban Meyer hatten. Da war es die halblinke Position aus Offenbacher Sicht. Das ist jetzt die halbrechte Position, aber etwa die gleiche Entfernung, dürften so 20 Meter sein. Gute Freistoßposition. Jetzt hoffen wir mal, dass die Offenbacher ihrerseits nicht auch so einen Kunstschützen a la Alban Meyer haben. Ich glaube, es ist Serkan Firat, der Linksfuß, der sich den Ball hinlegt. Ist noch ein zweiter Offenbacher dabei, aber es ist eigentlich klassisch die Freistoßkonstellation für einen Linksfuß. Bravo Sanchez legt sich hinter die Mauer, wird ja inzwischen so gemacht, falls der Ball flach kommt. Sirat mit dem Schuss, geht Gott sei Dank aus Sicht des KSV am linken Pfosten vorbei. Zunker wäre aber auch zur Stelle gewesen, war die Torhüter-Ecke. Zunker hätte den Ball gehabt, muss nicht eingreifen. Ball geht, wie gesagt, am Pfosten vorbei. Glück für den KSV, dass es jetzt nicht gleich zu Beginn hier der zweiten Halbzeit wäre, die 48. Minute gewesen, schon wieder klingelt. Also kein Wechsel beim KSV. Man hätte sicher nachdenken können, ob man ja, Nal Najjar, der keine glückliche erste Halbzeit gespielt hat, haben wir schon angedeutet, viele Chancen, auch Gegentore über seine Seite gekommen, ob man da vielleicht Miesbach wieder ins Spiel bringt, der ja gegen Bayern Alzenau am Samstag auch schon begonnen hatte. Aber nochmal, das sei gesagt, wir wollen uns nicht auf Nal Najjar hier einschießen. Der Junge hat eine tolle erste Hälfte dieser Saison bislang gespielt, hat bärenstarkes Spiel gemacht, gerade zu Beginn dieser Saison. Heute sicherlich nicht sein bester Tag. So, der KSV versucht es über Meha, der den Ball erstmal verliert, auf Höhe der Mittellinie. Die Offenbacher können nachsetzen, spielen den Ball in Zeiten aus. Das alles in der Hälfte des OFC. Einwurf ausgeführt auf der rechten Seite. Nal Najjar mit dem Blick, wen kann ich anspielen, nimmt Frederik Brill mit. Najjar jetzt mal auf dem rechten Flügel, kriegt den Ball da leicht an den Arm. Oder der Ball war im Seitenaus. Linienrichter hebt die Fahne. Es gibt Einwurf für den OFC. Ja, 3 Minuten gespielt. Noch keine Torchancen auf beiden Seiten. Bis auf den einen Freistoß da von Serkan Firat. Jetzt hat er einfach mal versucht, da in die Torwart-Ecke. Allerdings der KSV jetzt ein bisschen mehr mit Ballbesitzphasen. Ball auf der rechten Seite, Mahi Saglik wird gefoult. Es gibt den Freistoß für den KSV Hessen-Kassel. Die Position an der Stelle allerdings deutlich. Den wird Alban Meyer wohl nicht direkt draufbringen. Und nicht wirklich zentral, ein bisschen weiter rechts. Trotzdem steht Alban Meha wieder bereit. Im Zentrum orientieren sich Kevin Nennhuber, Ingmar Merle, die beiden Innenverteidiger. Ball kommt flach rein. Der OFC klärt das erstmal. Per Kopfball aus dem eigenen Strafraum, Ball wieder zurück zu Alban Meha. Auf die rechte Seite gelegt. Frederik Brill, schöner Doppelpass. Und dann kommt die Flanke in den Strafraum. Nein, nicht in den Strafraum, sondern direkt ins Tor aus.
Und deswegen gibt es Abstoß vom Offenbacher Schlussmann, von Stefan Flauder. So, natürlich 3:1 hört sich dann nicht ganz so schlecht am Ende an wie 3:0. Das heißt, vielleicht könnte hier noch was gehen. Dafür muss der KSV allerdings nochmal einen Gang hochschalten. Schön gemacht. Schöner Hackenpass auf Adrian Bravo Sanchez. Der legt den Ball raus. Flanke kommt in die Mitte und die Offenbacher können das jetzt erstmal aus dem Strafraum klären. Die Flanken leider noch nicht präzise genug, kommen leider noch nicht an die eigenen Mitspieler und werden dadurch immer wieder von den Gegenspielern aus dem Strafraum buxiert. Wieder der Schlussmann der Hausherrin Flauder mit dem Spielaufbau. Jetzt Tim Diersen, der Bundesliga-erfahrene Spieler, der zentrale Mittelfeldspieler mit Platz im Zentrum, legt auf die rechte Seite auf Fritscher. Doppelpass mit Serkan Firat. Fritscher mit dem Ball in den Strafraum. Tim Diersen. Und er legt den Ball nochmal zu Serkan Firat, der sich da durchsetzt, fast gegen Frederik Brill. Foul gepfiffen von Brill, der da noch hinterher sprintet, versucht Serkan Firat da noch zu halten. Und deswegen gibt es einen Freistoß von der rechten Seite. Und Tunay Deniz wird sich der Sache annehmen. Eine Mauer, ein Mann in der Mauer. Und das ist Nail Najjar. Weiter Ball in den Strafraum. Foul gepfiffen an Frederik Brill im eigenen Strafraum, der da umgestoßen wird. Deswegen geht es weiter mit einem Freistoß durch unsere Nummer 1, durch Maximilian Zunka in seinem eigenen Kasten. Ja, Tobi Damm ist eben stinksauer gewesen, dass Maximilian Zunka da nicht rausgekommen ist aus seinem Tor nach der Flanke von Fritscher, die da durch den eigenen Fünfer segelte, auch nicht allzu platziert, nicht allzu hart war. Da bin ich an der Seite von Tobi Damm. Da muss der Zunka dann auch mal raus. So, auf der anderen Seite Saklik nimmt den Schuss aus der Drehung aus 22, 23 Metern, halb linke Position, will noch einen Freistoß haben. Ja, fast ein bisschen bettelnd um diesen Freistoß, denn der Schuss geht dann doch 5, 6 Meter harmlos am Kasten vorbei. Jetzt presst der KSV, stellt vorne mal wieder alles zu, haben sie ein paar Mal in der ersten Halbzeit schon probiert. Dann hatten die Offenbacher ihrerseits auch Probleme, zumindest hinten geordnet rauszuspielen. Da jetzt der lange Ball von Flauder auf die Mittellinie, Merle mit dem Kopf dazwischen. Ah, Missverständnis zwischen Mea und Saklik. Mea versucht da Saklik anzuspielen am 16er, der kommt ihm nicht entgegen. Stattdessen die Offenbacher zunächst mit dem Ballgewinn, der KSV setzt aber nach. Der Ball kommt jetzt, Achtung, Leo, hier im hohen Bogen auf die Pressetribüne gesegelt. Ah, Kollege, glaube ich, der Offenbach Post, früher Handballer gewesen, pflückt den da runter wie Maximilian Zunker in besten Zeiten. Oh, Vorsicht, Nenhuber spielt den Ball hoppelnd und springend zurück zu Zunker, der fast den Ball einem Offenbacher in den Fuß serviert. Achtung, auch Merle wieder unter Druck gesetzt, wohlgemerkt im eigenen 16er. Wieder so ein unsauberer Pass dann von Merle auf Nenhuber. Der Ball kommt hoppelnd, stattdessen jetzt die Offenbacher mit der Schussmöglichkeit im 16er. Streicht da 10 cm über die Latte. Das waren 2, 3 unsaubere Pässe. Geht los bei Nenhuber, der den Ball halb hoch auf Zunker zurückspielt, der den Ball dann wieder hoppelnd weiterjagt zum nächsten Merle, der den Ball auch wieder nicht flach zum Nachbarmann weiterbekommt. Und letztlich sind die Offenbacher dann im 16er mit der Schussmöglichkeit aus der Drehung 10 cm über die Latte. Ja, dafür sind sie zu laufstark und zu aggressiv, die Offenbacher. Das nutzen sie sofort aus, diese technischen Schwierigkeiten des Gegners. Jetzt mal eine technische Panne der Offenbacher vorm eigenen 16er. Saklik mit dem langen Bein versucht, Bravo Sanchez steil zu schicken in den 16er. Der kommt nicht hin. Stattdessen die Offenbacher können sich befreien über Karpstein. Der KSV bleibt aber in Ballbesitz auf dem rechten Flügel über Najjar. Der versucht, sich durchzusetzen im Laufduell da mit einem Offenbacher. Jetzt kommt ein zweiter Offenbacher hinzu. Najjar macht das Bestmögliche, holt den Einwurf raus. Aus Sicht der Löwen auf Höhe der Eckfahne. Bravo Sanchez, das wissen wir, kann weit einwerfen. Der würde jetzt auch noch gerne noch einen längeren Anlauf nehmen aus der Offenbacher Innenstadt. Das geht aber nicht, weil die Tribüne hinter ihm im Weg ist. So, jetzt nimmt er sich den Anlauf. 3, 4, 5 Schritte.
schmeißt den Ball in den 16er rein, aber mitten auf den Kopf eines Offenbachers. Brill muss das Spiel neu aufbauen. Die Offenbacher schieben alle raus aus dem 16er. Ball orientiert, um den KSV sofort wieder unter Druck zu setzen. Najar mit der Flanke vom rechten Flügel wird noch abgeblockt, müsste Ecke geben, gibt's auch. Ecke für den KSV in der 55. Minute. Alban Mea geht raus Richtung Eckfahne, legt sich den Ball zurecht. Alle Löwen jetzt mit vorn, mit der Ausnahme von Tim Philipp Brandner, der hinten an der Mittellinie absichert. Alle anderen Feldspieler, sowohl Offenbacher als auch Kassler, im 16er. Oh, Schussmöglichkeit für den KSV. Sacklick ein bisschen überrascht. Ja, hätte möglicherweise abseits sein müssen, weil der Ball zurückkommt da auf Mea Richtung Eckfahne. Schiedsrichter hebt nicht die Fahne, der Linienrichter. Stattdessen die Kassler weiter in Ballbesitz. Über Tim Philipp Brandner an der Mittellinie. Neuaufbau von ganz hinten. Ja, das Sacklick ein bisschen überrascht gewesen. Stand da Mutterseelen allein auf Höhe des Elfmeterpunkts. Kann den Ball nicht kontrollieren, spielt ihn stattdessen unkontrolliert wieder raus Richtung Meha, Richtung Eckfahne. Und da war die Chance erstmal vorbei. Die Offenbacher jetzt ein bisschen passiver in dieser Phase. Lassen die Löwen erstmal spielen. Machen die Löwen jetzt auch ganz gut. Mogge auf dem rechten Flügel, tauscht immer wieder mal mit Iksal die Seiten. Ball wieder zurück in die eigene Abwehr, Merle. Sucht eine Anspielmöglichkeit, findet Bravo Sanchez. Kassler werden dann sofort von hinten angelaufen, aber die Löwen machen das jetzt besser, werden nicht hektisch. Oh, dann verliert Sacklick aber doch wieder den Ball. Kurz hinter der Mittellinie, Konterchance für die Offenbacher, die ihrerseits technische Probleme haben. Und jetzt auch nicht Fullspeed auf das Tor von Maximilian Zunker zulaufen, sondern ihrerseits den ruhigen Spielaufbau von hinten suchen. Ja, aus dem Spiel heraus gab es noch nicht wirklich viele gute Szenen vom KSV. Deswegen ja, ist meine Hoffnung, dass es vielleicht durch Standards klappt, wie beim 3:1 durch Alban Mea. Aber die Standards muss man sich natürlich dann auch erstmal erkämpfen. Weiter geht es über die Innenverteidigung der Offenbacher, Serkan Firat, der jetzt mit nach hinten gelaufen ist, zurück zu seinem eigenen Keeper, zu Stefan Flauder. Und er versucht es jetzt mal über die linke Seite. Der KSV stellt erstmal zu. Was mir eben auch aufgefallen ist, ist halt eben das extrem starke Pressing von Offenbach. Sobald der KSV den Ball in der eigenen Hälfte hat, sind ja 5-6 Offenbacher sofort zur Stelle, die da attackieren, die draufgehen mit viel Tempo. Jetzt mal Offenbach über die linke Seite, sie erkämpfen einen Eckball, der gleich ausgeführt wird von links. Bisher gab es tatsächlich auch noch keine Wechsel. Gibt ja ein paar Möglichkeiten, die Tobi Damm auf der Bank da noch hat. In Sachen Offensive Sebastian Schmeer, der wie eben auch schon gesagt immer gerne trifft gegen die Offenbacher Kickers. Ich denke mal, viele KSV-Fans werden sich auch an das Spiel 2016 erinnern. Das kuriose Spiel, als Sebastian Schmeer in der letzten Minute dann noch das 1:0 Siegtor erzielte. So, jetzt erstmal der Eckball von den Offenbacher Kickers. Tohu wa bohu im Strafraum vom KSV Hessen-Kassel. Und das Chaos kann letztendlich nicht genutzt werden. Die Offenbacher Kickers holen einen Freistoß raus, nachdem Marco Fritscher gefoult wurde. Und da gab es ja, große Beschwerden, Patrick. Ja, Alban Mea berührt ihn gar nicht, da bin ich mir ganz sicher. Fritscher fällt, will da noch was rausholen. Ich glaube sogar mindestens eine gelbe Karte. Mea sagt jetzt auch, Mensch, ich habe ihn noch gar nicht berührt. Diskutiert auch nochmal mit dem Linienrichter. Also die beiden Linienrichter mit einer ganz schwachen Vorstellung. Ich fand schon in der ersten Halbzeit, nach dieser, ich will nicht sagen Tätlichkeit, aber doch ein Schlag gegen Tim Philipp Brandner, was der Linienrichter eigentlich sehen muss, sieht es nicht. Glanzparade von Zunker nach einem Kopfball der Offenbacher durch diesen unberechtigten Freistoß in den 16er rein. Gute Abwehr von Zunker. Und eben auch der Linienrichter hier, der andere Linienrichter auf der gegenüberliegenden Seite direkt vor uns, muss das sehen, dass Mea den Offenbacher gar nicht berührt. Jetzt wird Mea gelegt, jetzt kriegt der Offenbacher dafür gelb, was auch abenteuerlich ist. Es ist ein Foul, ja richtig, Freistoß für den KSV, aber die gelbe Karte gegen Flo Bojai hätte es jetzt hier auch nicht unbedingt gebraucht. Schiedsrichter wertet das als taktisches Foul. Aber ehrlicherweise waren da so viele Offenbacher schon wieder im Rückwärtsgang, dass der KSV keine wirklich richtige gute Konterchance gehabt hätte. Also, Schiedsrichter macht das Spiel ganz in Ordnung, finde ich bislang. Die beiden Linienrichter könnten da ab und zu auch mal das zweite Auge verwenden, um ihrem
Kollegen, dem Hauptschiedsrichter, auf dem Platz zu helfen. HSV baut ruhig auf. Jetzt mal über den linken Flügel. Langer Ball von Tim Philipp Brandner in den Lauf von Ixal, der jetzt schon im 16er ist. Legt den Ball quer. Auf Sack legt. Der versucht aus der Drehung zu schießen. Fliegt jetzt um. Will den Elfmeter haben. Den Elfmeter gibt es nicht. Bravo Sanchez mit der Schussmöglichkeit. Kommt aber nicht zum Schuss. Tim Philipp Brandner wird gelegt auf Höhe des 16ers. Nee, Ball läuft weiter. Spiel läuft weiter. Ja, Ball gespielt und Gegner gespielt. Schiedsrichter entscheidet sich für Ersteres für den Ball. Stattdessen die Offenbacher jetzt mit der Kontermöglichkeit. Aber Nennhuber läuft das gut zu. Spielt den Ball aus dem 16er raus. Jetzt gibt es einen Zweikampf zwischen Bravo Sanchez und Tim Diersen und Einwurf für den KSV. Unruhige Aktion jetzt, viel Hektik in dem Spiel. Nach diesen beiden Aktionen, dem vermeintlichen Foul an Saklik im Strafraum, konnten wir von hier aus nicht sehen. Saklik fällt auch zu oft und zu schnell. Ich glaube, das wird ihm zum Verhängnis. Selbst wenn das jetzt ein Foul war, tut der Schiedsrichter sich dann natürlich schwer, hier den möglichen Elfmeter zu pfeifen. Es war kein glasklarer, Leo, oder? Nein, das war kein glasklarer Elfmeter. Da lässt sich Mario Saklik sehr schnell fallen. Wir sehen den ersten Wechsel in der Partie. Der KSV Hessen-Kassel wechselt tatsächlich Sebastian Schmeer ein. Für ihn geht Lukas Ixal vom Feld. Wie eben angekündigt, also Sebastian Schmeer könnte hier vielleicht noch was retten. Aber sehen wir mal. Erstmal gibt es den Eckball für den KSV Hessen-Kassel. Durch Alban Meher, weit reingespielt auf den ersten Pfosten. Die Offenbacher klären das und dann kommt, ich glaube, Brill war es, fast zum Abschluss. Und jetzt wieder der Ballverlust, es geht ganz schnell. Jetzt über Serkan Firat im Zentrum, der könnte auf die rechte Seite liegen, denn da ist Platz, macht er nicht. Stattdessen geht es jetzt auf der linken Seite weiter. Der UFC jetzt über links, schon fast an der Grundlinie. Und da geht Kevin Nennhuber gut dazwischen mit einer Grätsche auf Kosten eines Eckballs, aber der war ganz wichtig, dass er da noch dazwischen springt. Ansonsten wird es hier wieder ganz gefährlich. Eckenverhältnis 2:4, also 4 Ecken für den KSV Hessen-Kassel. 61 Minuten gespielt und die Ecke kommt von links. Richtung ersten Pfosten, nee, Richtung Mitte. Und da lässt sich ein Offenbacher fallen und beschwert sich, dass es da keinen Strafstoß gibt. Und Balletta beschwert sich da auch nochmal, schreit hier ganz laut, Hände am Trikot. Eckball kommt, der zweite Eckball kommt auf den zweiten Pfosten, allerdings geht der Kopfball da deutlich drüber. Genau, erleben wir immer mal wieder, dass Angelo Balletta, der Trainer der Offenbacher, hier lautstark sich einschaltet ins Spiel. Jetzt erstmal Maximilian Zunker mit einem weiten Abschlag. An der Stelle wollen wir auch nochmal uns ganz herzlich bedanken beim Coco Tao. Das hat Patrick ja eben auch schon in der ersten Halbzeit gesagt, es ist momentan eine sehr schwierige Zeit für die Gastronomie und deswegen ist es auch eine sehr, sehr große Geste vom Coco Tao und von Ayan, dass sie diesen Livestream, diesen Radiostream weiterhin so treu unterstützen. Weiter geht's in der Hälfte der Offenbacher Offensivfoul durch den KSV Hessen-Kassel, Freistoß weit in der Hälfte der Offenbacher. Und die versuchen es immer wieder schnell zu spielen. Immer wieder die weiten Pässe, die dann aber auch meistens ankommen. Und versuchen dann natürlich auch den KSV überfallartig hier zu überraschen. Ja, das Spiel grundsätzlich jetzt ein bisschen offener. Also das macht uns dann doch Hoffnung, dass der KSV vielleicht doch nochmal zurückkommen könnte in dieses Spiel. Und ich glaube, ist das, was Angelo Balletta, der Deutsch-Italiener, der Trainer der Offenbacher, hier auch so ein bisschen spürt und warum er jetzt hier auch so ein bisschen lauter wird von draußen. Der KSV zumindest jetzt zu Beginn dieser zweiten Halbzeit mal mit den Möglichkeiten, da jetzt fast die Offenbacher mit einem Lapsus. Flauder, der Keeper, der seinen Innenverteidiger auf dem 16er anspielt, der kann das aber noch regeln. Stattdessen die Offenbacher jetzt ohne Mittelfeld, einmal quer über den Platz gejagt, rechts frei auf dem Flügel, Ball schon im 16er. Die Offenbacher versuchen es mit der Flanke in den 16er, Nennhuber zur Stelle, aber da ist überhaupt keiner. Da ist kein Kassler, da ist kein Offenbacher. Jetzt geht es erstmal den zweiten Ball da hinten rauszujagen, gelingt den Kasslern
mit Morge Saklik steht vorne im Abseits bei der Befreiungsaktion von Morge. Ah, da hatte Brandner diesmal Stellungsprobleme auf seiner Seite. Und dann war Vierath diesmal auf dem rechten Flügel auf und davon. Flankt den Ball in die Mitte, da hat der KSV Glück, dass da kein Rot-Weißer, also kein Offenbacher stand. Das Spiel ist wieder beruhigt, die Offenbacher bauen es von hinten neu auf, über Szeljenetski, den Polen, auf Flauder zurück, der wie gesagt eben sich fast einen Lapsus geleistet hatte, als er den Ball da flach auf seinen Innenverteidiger, ich glaube es war Karpstein, spielte, der überhaupt nicht mit dem Ball rechnete und gerade noch so mit dem langen Fuß den Ball auf Höhe des eigenen 16ers wegbuxieren konnte, sonst wären zwei Kasseler nämlich da am 16er frei durch gewesen. Ja, so ein paar technische Fehler jetzt auch bei den Offenbachern, die die Kasseler natürlich mal nutzen müssen. Stattdessen so ein unmotivierter Ball hoch und weit von Merle vorne einfach mal blind rein in den Sturm. Aber zwischen die beiden Stürmer, wir haben ja jetzt zwei, Schmeer und Saklik, die da vorne in Schwarz warten. Von daher die Trefferquote für den Ball von Merle eigentlich nicht allzu schlecht, aber er spielt den Ball zwischen die beiden, was dann natürlich problematisch ist. So, jetzt bleiben drei Kasseler vorne, Mogge, Schmeer und Saklik. Saklik bemüht sich jetzt doch noch mal ein bisschen mit dem Rückwärtsgang. Es ist jetzt zu früh, glaube ich, alles aufzumachen. Wir haben 65 Minuten gespielt. Also mit drei Spitzen vorne stehen zu bleiben, ist ein bisschen viel. Die Offenbacher vor dem 16er mit der hohen Flanke am langen Pfosten. Ein Offenbacher völlig frei. Glück, dass Merle dann zur Stelle ist, der die Kopfballablage des Offenbachers in den 5-Meter-Raum des KSV gerade noch so abwehren kann und den Ball mit dem Kopf über die eigene Querlatte ins Tor ausbuxiert. Najar da mit der Flanke so ein bisschen übertölpelt. Hinten am langen Pfosten ein Offenbacher zur Stelle gewesen, der den Ball per Kopf dann in den 5-Meter-Raum weiter buxiert. Und Merle rettet zur Ecke. Die kommt jetzt. Ecke vom linken Flügel, schwach getreten der Offenbacher. Keine Probleme für die Kasseler in Person von Tim Philipp Brandner, erstmal am kurzen Pfosten zu sein und den Ball abzuwehren. Nahal Najar mit dem Rückpass auf Zunker, Ball springt, Vorsicht Zunker, macht er gut, spielt den Ball hoch und weit, Kopfballduell zwischen Schmeer und Szeljenetski. Szeljenetski gewinnt das Kopfballduell, die Offenbacher ihrerseits mit Flauder wieder mit dem Versuch hinten rauszuspielen. Kasseler pressen jetzt, spielen vorne, gehen vorne drauf auf Flauder und auch auf die Innenverteidigung. Trotzdem können die Offenbacher sich da irgendwie befreien, das hat natürlich auch eine technische Qualität. Das dürfen wir an der Stelle auch nicht vergessen. Obwohl du unter Druck bist, kommen sie geordnet hinten raus. Konterchance für die Offenbacher. 4-2. Ball geht raus auf den linken Flügel in den 16er. Nochmal quer gespielt. Zunker ist zur Stelle. Achtung, Kopfball. Die Kasseler retten sich. Starke Abwehraktion von Maximilian Zunker und im zweiten Durchgang dann von Tim Philipp Brandner. 4 Offenbacher gegen Kevin Nennhuber und gegen Tim Philipp Brandner. Die beiden Kasseler Verteidiger eigentlich schon ausgespielt. Die Offenbacher machen es gut. Legen den Ball nochmal quer, dann kommt der Schussversuch auf den Kasten. Maximilian Zunker kann den Ball abwehren und Brandner wehrt dann den halbhohen Ball kurz vor der Linie ab, wird noch gelegt. Und es gibt den Freistoß für den KSV, der erneut wechselt. Ganz starke Aktion von Max Zunker. Der KSV wechselt erneut aus. Diesmal geht Nahal Najar aus dem Spiel. Für ihn kommt Marco David. Also eine neue offensive Kraft. Marco David, der natürlich auch hier nochmal ein bisschen Schwung reinbringen kann durch sein Tempo. Schauen wir mal. Also es geht weiter mit Max Zunker. Freistoß aus der eigenen Hälfte Richtung Sebastian Schmeer, den sie natürlich auch suchen, der ja auch eingewechselt wurde, um vorne die Bälle festzumachen. Alban Meer jetzt im Zentrum rechts rausgelegt. Da mal ein bisschen Platz für den eben eingewechselten Marco David, zurück ins Zentrum zu Alban Meer, der versucht sich da in eine Position zu bringen. Marco David im Strafraum, Sebastian Schmeer. Die beiden Eingewechselten spielen sich da die Bälle zu, aber dann ein Missverständnis und dadurch geht es dann nicht weiter. Der OFC wieder im Ballbesitz und sie holen den Freistoß weit in der eigenen Hälfte. Natürlich muss der KSV versuchen, da früh drauf zu gehen, das Pressing nochmal auszuüben und das eröffnet natürlich Räume für die Offenbacher, die eben durch einen sehr sauberen Konter diese Riesenmöglichkeit hatten. Zum Glück haben wir noch Maximilian Zunker im Tor, der das im 1 gegen 1 richtig gut gemacht hat.
Offenbach kriegt den Freistoß im Mittelkreis. Und die Gastgeber wechseln auch jetzt das erste Mal. Müssen wir mal gucken, wer reinkommt. Es kommt Matthias Fetsch, der Top-Torjäger beim OFC. 8 Tore hat er bisher gemacht. Und für ihn geht Elia Soriano, der ja für ihn in die Startelf gerutscht ist. Also ebenfalls jetzt eine offensive Kraft bei den Gastgebern. Matthias Fetsch, der ja geschont wurde, weil er ja leicht verletzt war nach dem letzten Spiel, ist jetzt also auch wieder mit in der Partie. Müssen wir natürlich besonders Acht geben. Denn 8 Buden hat er ja schon gemacht in der laufenden Saison. So, viel Platz jetzt hier für Fetsch, der auch gleich mal am Ball ist. Kevin Enhuber mit der Rückgabe zu Maximilian Zunker. Und er kann den Ball gerade noch so vor der Grundlinie klären. Es gibt keinen Eckball, sondern den Einwurf für die Gastgeber in der Hälfte des KSV Hessen-Kassel auf der linken Seite. Gut ausgeführt. Und dann versuchen sie es nochmal mit einem Pass im Strafraum, abgefangen von Maximilian Zunker. Der versucht, das Spiel jetzt schnell zu machen auf Marco David, der hier sagt, dass Marco Fritscher mit der Hand am Ball war, kriegt den Freistoß nicht. Stattdessen Einwurf für den KSV Hessen-Kassel. Gut ausgeführt auf Sebastian Schmeer. Der versucht, den Ball da zu verlängern auf Marco David. Gelingt ihm nicht. Deswegen die Offenbacher Kickers jetzt wieder im Ballbesitz mit einem schnellen Angriff. Schon wieder so ein Konter. Weiter Ball auf Fetsch. Alleine vor Maximilian Zunker. Und da ist das 4:1. Ball kam präzise in den Strafraum. Und da ist der eingewechselte Matthias Fetsch mit dem 4:1 und mit seinem 9. Saisontreffer, Patrick. Hut ab, also das muss man sagen, das war ein Bilderbuch-Konter der Offenbacher. Ball raus auf den linken Flügel. Sobota, glaube ich, der dann einmal kurz den Kopf hebt und sieht, dass der gerade eingewechselte Matthias Fetsch mitgelaufen ist. Ball so scharf reingespielt, flach, dass Kevin Nenhuber keine Chance hat, mehr an den Ball zu kommen. Kein Vorwurf an Nenhuber. Und Fetsch aber auch sowas von eiskalt. Ball war nicht einfach mitzunehmen. Der erste Kontakt war hier in dem Fall der wichtige. Legt sich den mit dem ersten Kontakt in den Lauf. Und dann hart, flach an Zunker vorbei zur vermeintlichen Entscheidung in der 72. Minute. 4:1 die Führung für den OFC. Gerade in einer Phase, wo ich fand, dass der KSV selbst drauf und dran gewesen wäre, vielleicht hier nochmal nachzulegen. Auch wenn der KSV natürlich jetzt hier mehr oder weniger durch die Einwechslung von Marco David ohnehin alles oder nicht spielt. Im eigenen Ballbesitz ist es jetzt ein 3-4-3. Und Meha mit der Schussmöglichkeit am 16er kann selbst schießen, legt ihn nochmal ab auf Sackleg. Ball kommt raus auf den linken Flügel. Mogge trifft den Ball nicht richtig, haut ihn dann klar über den Kasten. Das sind eben die Unterschiede. Fetsch, der den Ball auf der anderen Seite mitnimmt und dann mustergültig trifft, verwandelt. Mogge aus einer ähnlichen Konstellation, Position, den Ball aber über die Jacke, über die Latte jagt. Man muss natürlich auch sagen, Respekt an Angelo Balletta, den Trainer der Offenbacher. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Trainer bei einem Spielstand von 3:1 für die eigene Mannschaft, wenn der gegnerische Trainer umstellt auf volle Offensive, ein 3-4-3 spielen lässt, dass du dann da den Stürmer rausnimmst und einen Abwehrspieler bringst. Aber Balletta nimmt den zweifachen Torschütze Soriano raus und bringt den Top-Torjäger Fetsch bei einer 3-1-Führung. Hat er alles richtig gemacht im Nachhinein, denn dieser Fetsch hat eben zum 4:1 getroffen. So, jetzt wechseln die Offenbacher nochmal. Es kommt David Thuma. Und raus geht Marcel Sobota. Ja, starke Laufleistung vom 23-jährigen Sobota. Sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Flügel für ihn. Also jetzt David Thuma neu im Spiel. Und auch der orientiert sich gleich mal offensiv nach vorn. Also ich glaube, wir können uns nicht allzu viel Hoffnung machen, dass die Offenbacher irgendwann sagen, okay, komm, 75 Minuten vorbei, wir lassen es mal da gut sein mit.
Der KSV muss sich jetzt natürlich auch irgendwann entscheiden, ob das noch Sinn macht, hier weiter alles oder nichts zu spielen bei einem 1-4 Rückstand. Wird jetzt auch wieder abgelaufen. Ja, die Offenbacher jetzt natürlich endgültig nochmal gepusht durch die vermeintliche Entscheidung durch den Treffer von Fitsch. Ball auf dem rechten Flügel. Starke Fitscher, der eigentlich hinten die Viererkette, hinten rechts eigentlich alles dicht machen soll. Das macht er ohnehin. Bringt sich immer wieder auch offensiv ein. Der KSV über Tim Philipp Brandner. Kurzpassspiel zu David. Fehlpass. Ball landet wieder in den Füßen der Offenbacher. Brill setzt nochmal nach. Spielt den Ball in Seiten aus. Gibt den Einwurf auf Höhe des 16ers für die Offenbacher Kickers. Ja, weil es ein paar Fragen auch gibt, was die KSV-Personalien angeht. Nils Pichino zum Beispiel wird vermisst. Da können wir euch sagen, dass Tobi Damm gesagt hat, dass er nach wie vor Achillessehnenprobleme hat, aber im Aufbautraining schon wieder ist. Möglicherweise reicht es dann für das Spiel am Samstag in Ulm. Eine weitere Personalie, die natürlich immer wieder auffällt, ist Sergej Evljuschkin, der gar nicht mehr im Kader steht. Die Problematik ist ja bekannt. Sergej Evljuschkin wird den KSV mutmaßlich, ist nicht endgültig bestätigt, aber ja dann Ende des Jahres wohl verlassen, weil er beruflich sich ja gänzlich Richtung Autobahnpolizei nach Braunschweig verlagert hat. In dem Zusammenhang können wir aber auch schon mal erwähnen, über Sergej Evljuschkin gibt es übermorgen am Donnerstag einen richtig guten, schönen Artikel im Kicker, geschrieben von Olli Zehe, den wir immer wieder gerne erwähnen, weil er uns auch versorgt mit interessanten Hintergrundinfos zum KSV über die Gegner. Olli Zehe, das lebende KSV-Archiv, kennt sich bestens aus mit der Vergangenheit auch beim KSV, schreibt einen schönen Artikel am Donnerstag im Kicker zu Sergej Evljuschkin, der ja alle deutschen Jugendnationalmannschaften durchlaufen hat. Daher die Überschrift der verhinderte Weltmeister. Denn, das passt zu unserem Presenter, dem Kokotau, der Sergej Evljuschkin hat 2014, als er gewechselt ist von Goslar nach Kassel, im Kokotau das WM-Endspiel der deutschen Nationalmannschaft geschaut. Ja, also den WM-Titel der deutschen Mannschaft gesehen. Jetzt schauen wir kurz aufs Spielfeld. Schmeer läuft sich fest im 16er. Der Offenbacher vorne. Also, da gibt es einen Artikel über Sergej Evljuschkin, wo ihr dann nochmal nachlesen könnt, wie er nach Kassel kam, warum er dann letztlich nicht in der deutschen Nationalmannschaft gelandet ist, während er früher die Jugendnationalmannschaften durchlaufen hat, mit Jerome Boateng, mit Benedikt Höwedes, mit Mesut Özil, die dann alle Weltmeister wurden. Er nicht, dafür hat er dann im Kokotau den deutschen WM-Titel verfolgen können. So, große Konterchance für die Offenbacher, weil Merle den Ball verliert auf Höhe der Mittellinie. Vierrad auf dem rechten Flügel. Ball kommt lang rein und da ist er drin. Düpiert da den KSV, trifft den Ball gar nicht richtig bei der Flanke, segelt über Tim Philipp Brandner hinweg, rüber auf die andere Seite an den langen Pfosten. Zunker kommt wieder nicht raus, das ist das 5:1 und jetzt wird es dann doch richtig heftig. Ohne Klatsche für den KSV. Ehrlicherweise habe ich den Torschützen jetzt gar nicht mehr ausfindig machen können. Der Ballverlust von Merle, unbedrängt mehr oder weniger, auf Höhe der Mittellinie. Und da lassen die Offenbacher sich nicht lange bitten. Ball geht raus auf den rechten Flügel. Serkan Firat, der kurz hochschaut über Tim Philipp Brandner, der angeschlagen wirkt jetzt übrigens auch. Den Ball hoch an den langen Pfosten. Flankt und es ist das 5:1 für die Kickers. Ja, der KSV lässt sich das zweite Mal eiskalt auskontern in der zweiten Halbzeit und das ist natürlich klar, das ist halt eben das Resultat, wenn du jetzt vorne hochpresst, wenn du alles nach vorne wirfst, dass du dann hinten natürlich offen stehst und das nutzen die Offenbacher dann eben eiskalt aus. Jetzt wieder Serkan Firat auf der rechten Seite, schon in der Hälfte des KSV Hessen Kassel. Daraus hätte auch ein schneller Angriff entstehen können. Allerdings sind die Kasseler wieder formiert in der eigenen Hälfte und die Gastgeber finden momentan keine Anspielstation, deswegen geht es jetzt nochmal hintenrum. Die können sich jetzt natürlich Zeit lassen. Also die Zeit spricht natürlich gegen uns. Aber jetzt wird es natürlich auch ganz schwer, gegen die beste Defensive der Liga hier nochmal zurückzukommen. 5:1. Mal schauen, ob hier jetzt noch was geht. Der KSV Hessen Kassel bekommt zumindest jetzt mal den Einwurf auf der linken Seite für Tim Philipp Brandner. Kurze Unterbrechung
Jetzt hat er den Ball und wird gleich das Spiel mit diesem Einwurf fortsetzen. Allerdings bietet sich erstmal keiner an. Marco David kommt kurz. Allerdings geht er wieder nach vorne. Und deswegen kommt der Ball auch nach vorne. Diesmal aber zu Sebastian Schmeer auf der linken Seite. Und ja, die Kugel kommt wie ein Bumerang wieder zurück. Jetzt wieder in der Hälfte des KSV Essen Kassel. Nennhuber auf die rechte Seite. Der Ball sollte zu Mogge kommen. Und ich glaube, der hatte schon gelb. Und es gibt die glattrote Karte, weil er da eben auch sehr ungestüm reingeht. Ich weiß gar nicht gegen wen. Aber es war natürlich jetzt ein absolutes Frustfoul von Jon Mogge, das an der Stelle natürlich nicht sein muss. Und jetzt kommen die Ärzte und behandeln erstmal jetzt den Spieler, der Gastgeber. Was hast du das gesehen? Ich habe es ehrlicherweise nicht gesehen, Leo, weil ich mich gerade mit der Frage beschäftigt habe, ist das möglicherweise die höchste Derby-Niederlage, die der KSV gegen Offenbach einstecken muss? Jogge tritt jetzt da eine Werbebande weg, pöbelt da jetzt noch ein bisschen Richtung Tribüne. Unnötige Aktion, das Foul sicher von Mogge übertrieben, auch wenn ich es im Detail jetzt nicht habe sehen können. Und jetzt hier beim Rausgehen noch ja, so ein Werbeaufsteller hier wegzutreten, sicherlich auch unnötig, aber Mogge wird sicher selbst entsetzt sein über das, was er gemacht hat und über die Leistung der Mannschaft insgesamt. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Derbys, ich habe schon gesagt, das ist eine Geschichte, die weit zurückgeht, teilweise bis in die 50er Jahre zurück, aber wenn ich die Ergebnisse jetzt hier richtig verfolge, ist das hier möglicherweise heute historisch. Ich habe hier 2:0-4 Niederlagen des KSV in Offenbach ausfindig machen können. Einmal in der Oberliga Hessen 93-94 und ja, jetzt gehen wir wirklich fast Richtung Krieg zurück. 62-63, auch 0-4 hier am Biberer Berg in Offenbach. Dann gab es nochmal ein 5-2 1953 und jetzt steht es 5-1. Also das könnte dann die höchste Niederlage aus Sicht der Löwen werden. So, Wechsel beim KSV nochmal. Maje Saklik schleicht vom Platz, muss man sagen. Und für ihn Luis Almaroth in die Mannschaft. Das jetzt, glaube ich, das Signal, was Tobi Damm anders setzt als Balletta. Das haben wir ja schon gesagt. Der, als der KSV stärker wurde, einen Stürmer eingewechselt hat, macht es Tobi Damm jetzt, glaube ich, richtig. Indem er erstmal hinten die Abwehr verstärkt. Nachdem er mit Sebastian Schmeer ja bereits einen zusätzlichen Stürmer eingewechselt hat, der KSV. Jetzt in Unterzahl natürlich durch die Herausstellung von Mogge. Da macht es jetzt keinen Sinn mehr, mit drei Stürmern vorne rumzuturnen, sondern jetzt geht es im Grunde genommen erstmal darum, Schadensbegrenzung zu betreiben, wenn man denn das überhaupt noch kann, nach 82 Minuten beim Stand von 1-5. Wie gesagt, wenn wir es jetzt erstmal hier vor uns Revue passieren lassen, in der Statistik oder in der Hierarchie, dann in der Historie, so wollte ich sagen, dann ist das möglicherweise die höchste Derby-Niederlage des KSV gegen Offenbach. Ja, extrem bitter an der Stelle. Und jetzt muss man natürlich versuchen, dass man jetzt hier nicht noch mehr Gegentore kassiert. Deswegen der Wechsel von Almaroth dann natürlich verständlich, um dann die Defensive zumindest ein bisschen zu stabilisieren. Es gibt nochmal einen Wechsel bei den Offenbacher Kickers. Die Nummer 17 kommt rein. Das ist Luka Garic. Und raus geht die Nummer 24, Florent Boyal. Ich glaube, der hat auch schon gelb gesehen. Dann natürlich auch die logische Konsequenz, dass Angelo Balletta ihn rausnimmt aus der Partie. Und weiter geht es mit dem KSV Hessen-Kassel weit in der eigenen Hälfte. Wir sind in der 84. Spielminute und sehen jetzt den Freistoß von Tim Philipp Brandner weit nach vorne auf Sebastian Schmeer. Und die Offenbacher holen sich die Kugel wieder zurück. Jetzt geht es auf der linken Seite weiter. Offenbacher überqueren jetzt gerade die Mittellinie. Weiter geht es über den linken Flügel. Doppelpass. Man merkt irgendwie, die wollen noch mehr. Es steht 5-1 und die haben aber trotzdem noch Hunger auf Tore. Müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass es keine absolute Blamage hier wird.
Der KSV kann sich jetzt immer wieder befreien. Allerdings keine ruhigen Aktionen jetzt nach vorne. Stattdessen die Offenbacher wieder über die rechte Seite, über Marco Fritscher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die unendlich viel Kraft momentan haben. Die laufen extrem viel, sind nicht müde und der KSV trabt jetzt ein bisschen hinterher. Schon wieder ein Ball in die Mitte und Maximilian Zunker muss sich ganz lang machen. Da kam die Direktabnahme und Zunker klärt per Rettungstat. Sonst hätte der OFC hier das halbe Dutzend voll gemacht. Aber mehr jetzt vielleicht mal mit einem Konter über Adrian Bravo Sanchez auf der linken Seite. Aber der Ball auf Sebastian Schmeer wird locker abgefangen von Schilinjecki. Ja, wirklich nicht mehr lang zu spielen. Wir sind in der 86. mittlerweile. Also das dürfte es dann natürlich auch gewesen sein. Jetzt zu zehnt hier noch irgendwie an ein Wunder zu glauben, ist natürlich ja, nie verkehrt. Allerdings glaube ich, ist die Sache hier durch. Denn der KSV hat auch nicht mehr viel Ballbesitz. Jetzt werden sie immer wieder ausgekontert. Luis Almaroth hat sich jetzt in die Innenverteidigung orientiert, zusammen mit Kevin Nennhuber. Und es gibt den Freistoß weit in der eigenen Hälfte für den KSV Hessen-Kassel. Lang ausgeführt. Der sollte Richtung Adrian Bravo Sanchez. Der verliert das Kopfballduell. Offenbach wieder im Ballbesitz. Ball rechts rauf, rausgelegt auf Schilinjecki, zurückgespielt. Und jetzt machen sie es hier ganz ruhig im Dreieck. Spielen sich da den Ball zu, versuchen den Ball erstmal auch nicht zu verlieren. Und das gelingt ihnen nicht. Der KSV holt den Einwurf in der gegnerischen Hälfte durch Adrian Bravo Sanchez auf der linken Seite. Der überlässt nochmal für Tim Philipp Brandner. Vielleicht kann man ja hier nochmal ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben. So allerdings nicht. Der Doppelpass gelingt nicht. Ball von Frederik Brill auf Tim Philipp Brandner, der den Ball da nicht annehmen kann auf der linken Seite. Deswegen geht der Ball auch ins Seitenaus. Also regulär noch 3 Minuten auf der Uhr. Mal schauen, ob der Schiedsrichter hier noch nachspielen lässt. In der ersten Halbzeit hat er ja pünktlich abgepfiffen. Weiter Ball Ingmar Merle. Jetzt passt auch das Timing bei der Grätsche. Grätscht da den Offenbacher gut ab. Einwurf auf der linken Seite. In der Nähe des Gehäuses von Max Zunker. Ball ins Zentrum und jetzt rechts rausgelegt. Fritscher zurück auf Schilinjecki. Und der KSV gewinnt den Ball weit in der eigenen Hälfte durch Alban Mehr. Ja, 2,5 Minuten noch, dann hat es der KSV überstanden. So müssen wir das jetzt klar sagen. Die Mannschaft hat auch aufgesteckt, macht ja auch keinen Sinn jetzt mehr, hier irgendwelche Träumereien sich hinzugeben. Es ist ein 4-4-1 jetzt, Sebastian Schmeer vorne alleinstehend auf Höhe der Mittellinie und ansonsten versucht der KSV jetzt hier weitere Gegentreffer zu vermeiden. Dann wird man sich neu sammeln müssen für das Spiel am Samstag in Ulm. Wir schauen mal auf die anderen Spiele, die parallel laufen. Das kann ich schon mal vorneweg sagen. Es ist ein torreicher Dienstag. Mit einem Auge schaue ich noch aufs Spiel, weil die Offenbacher ihrerseits schon Lust haben, hier noch einen weiteren Treffer zu erzielen. Der KSV erstmal durch Luis Almaroth hinten am 16er dazwischen. Also wir schauen auf die anderen Spiele. Wie gesagt, heute Nachmittag ja schon der Dreierpack von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg gegen den FC Gießen. Dann führt der SSV Ulm, auf den der KSV am Samstag in Ulm trifft. Sind wir wieder live für euch dabei mit dem Löwenradio. Der SSV Ulm führt 4-0 auswärts gegen Bayern Alzenau. Ich sag's immer dazu, Bayern Alzenau spielt ja zurzeit im hessischen Mörfelden-Walldorf, weil sie in Bayern nicht spielen dürfen. Also Ulm 4-0 in Führung bei Bayern Alzenau. Dann Balingen, die TSG Balingen führt gegen Schott Mainz mit 4-0 ebenfalls. Der FSV Frankfurt führt inzwischen 2-1 beim VfR Aalen. Und Pirmasens führt 1-0 bei Astoria Walldorf. Wenn wir auf die
Live-Tabelle schauen. Wir haben Zeit dazu, weil das Spiel jetzt hier vor sich hin plätschert. In dieser Schlussphase, also der KSV fällt in der Live-Tabelle von 8 auf 10 zurück, was noch geht. Aber das Torverhältnis geht natürlich dahin. Und die Offenbacher ihrerseits würden aktuellen Sprung von 4 auf 3 machen. Interessiert uns aber eigentlich erstmal weniger. So, schauen wir auf die letzten Sekunden in der regulären Spielzeit dieser Partie. Immerhin versucht der KSV jetzt so stabil zu stehen hinten drin, dass da nicht weiteres Ungemach droht. Ball auf Höhe der Mittellinie, Einwurf für den KSV. Wie gesagt, Sebastian Schmeer vorne drin, allein in der Spitze. Wird jetzt angeworfen, legt den Ball nochmal ab. Löwen verlieren aber den Zweikampf wieder. Die Offenbacher ihrerseits machen sich jetzt auch nicht mehr kaputt, spielen den Ball rück zu Flauder, zum eigenen Keeper. Und der Schiedsrichter sagt, komm, reicht mir. Und er pfeift das Spiel ohne Nachspielzeit relativ pünktlich ab. Also, der KSV verliert nicht nur Jon Mogge durch eine überflüssige rote Karte, sondern er verliert auch dieses Spiel sang- und klanglos am Ende. Da müssen wir jetzt nicht um den heißen Brei herumreden. Es ist die höchste Derby-Niederlage einer KSV-Mannschaft gegen Kickers Offenbach. 1:5 am Ende. Die ersten 3-4 Minuten, Leo, waren gut. Ja, wenn wir mit dem Positiven anfangen wollen, die restlichen 87 waren bescheiden. Ja, Patrick, da hast du leider recht. Nach 26 Minuten steht es hier schon 3:0 für die Offenbacher Kickers. Danach ein bisschen Hoffnung durch einen direkten Freistoßtreffer durch Alban Meha. Allerdings änderte das erstmal nichts, denn in der zweiten Halbzeit haben sich die Löwen dann klassisch auskontern lassen. Und dann eben noch zwei Konter-Gegentore gefangen. Also, das war es jetzt hier aus Offenbach. Endstand 5:1. Und da müssen wir natürlich schauen. Diese Woche steht ja noch ein Spiel an, und zwar in Ulm. Und die haben ja auch gewonnen. Und zwar deutlich gegen Bayern Alzenau. Da müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, wir sollten optimistisch bleiben. Und dann auch das letzte Spiel in diesem Jahr 2020 angehen. Also, das war es aus Offenbach. Patrick und ich möchten uns natürlich jetzt an der Stelle nochmal ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und würde dann sagen, wir hören uns dann wieder am Samstag aus Ulm. Macht's gut und ciao.